Meine Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saalbau, ganz herzlich willkommen zur Wahl und Krönung der 85. Pfälzischen Weinkönigin. Ja, zum 85. Mal, ein Jubiläum, sucht die Pfalz eine neue Weinkönigin und damit erleben wir alle hier im Saalbau heute eine der Traditionsveranstaltungen unserer Heimat. Allerdings, bei aller Tradition, genau wie das Amt, hat sich auch dieser Wahlabend in den letzten Jahren natürlich weiterentwickelt. Seit dem letzten Jahr sind wir mit einem neuen Konzept am Start und das soll vor allem die Fachkompetenz unserer Kandidatinnen in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen starten wir in diesem Wahlabend jetzt gleich mit der Fachbefragung der Kandidatinnen. Natürlich hat aber dieses neue Team Pfalz, das Sie heute Abend alle kennenlernen werden, darüber hinaus auch noch viel mehr zu bieten. Und da bin ich mir jetzt schon sicher, das werden tolle Nachfolgerinnen für unsere noch aktuellen pfälzischen Weinhoheiten, um die noch amtierende pfälzische Weinkönigin und frisch gekürte deutsche Weinprinzessin Lea Basler, die wir einmal ganz herzlich willkommen heißen. Ja, der Saalbau, der ist tatsächlich fast ausverkauft, aber dazu kommt ein zusätzlicher Nervenkitzel für unsere Kandidatinnen, denn sie treten heute auch vor all den Pfälzerinnen und Pfälzern auf, die heute nicht hier sein können, sondern die die Wahl im Livestream mitverfolgen. Deswegen einmal willkommen an alle draußen an den Bildschirmen. Schön, dass Sie zu Hause mitfiebern und danke an das Team des offenen Kanal Neustadt, der das möglich macht. Auf die Fachbefragung, die mit Sicherheit sehr spannend werden wird, folgt danach der Showteil dieses Wahlabends. Und auch der birgt Herausforderungen, die letztes Jahr dabei waren, die wissen es. Es gibt eine Blindprobe für die Kandidatin hier auf der Bühne, aber auch für alle Gäste im Saal. Die Weine, die hier verkostet werden, landen dann auch bei Ihnen in den Gläsern. Und das ist, würde ich sagen, immer spannend. Danach darf dann unsere 70-köpfige Fachjury, die wir hiermit auch ganz herzlich willkommen heißen, eine Wahl treffen. Ihr dürft entscheiden, wer wird die neue, die 85. pfälzische Weinkönigin. Und dann wollen wir gebührend feiern unser neues Team Pfalz. Ja, und jetzt starten wir auch einfach mit denen, um die es heute Abend gehen soll, mit unseren drei Kandidatinnen. Eins haben sie gemeinsam, sie haben alle hoheitliche Vorerfahrung. Die Reihenfolge ihres Auftritts wurde wie immer ausgelost und hier sind sie jetzt. Gleich könnte es laut werden, die Fanblocks machen sich bereit. Hier sind unsere Kandidatinnen für die Krone der 85. pfälzischen Weinkönigin, Charlotte Weil aus Gönnheim. Laura Götze aus Weiher. Und Hanna Spies aus Altdorf. Wow. Das muss man jetzt auch mal kurz genießen, gell? Aber ich habe mit euren Fans geübt. Achtung! Wir werden wieder leise, weil wir wollen ja auch wissen, was ihr zu sagen habt. Aber das fühlt sich toll an, oder? Auf ja. jeden Fall. Richtig schönes aufregend. Gefühl. Ja. Definitiv. Gänsehautmoment. Ja. ja, sehr laute Fanblogs, aber das habt ihr euch absolut verdient, weil, das muss man wirklich mal sagen, allein der Mut, sich hier hinzustellen, der ist schon groß. Wie geht's euch? Alles gut? Ja, Hanna, entspannt? Bisher schon. Okay, sehr wir gut. Wir können mit umgehen. Dann starten wir so langsam in den Abend. Es kommt bald zur Fachbefragung, aber erstmal wollen wir euch natürlich auch so ein ganz kleines bisschen kennenlernen. Wir fangen mit dir an, liebe ja. Charlotte. Du hast ja internationale Weinwirtschaft studiert in Geisenheim. Ganz genau, ja. Ich bin sogar noch mitten im Studium. Okay. Und ich habe den Studiengang gewählt, weil er für mich die perfekte Mischung war. Zum einen haben wir den weinbaulichen Bezug, Weinbau und önologisch, aber auch Wirtschaftsaspekte mit im Studium dabei. Und das Besondere ist auch, wir schauen uns Weinmärkte auf der ganzen Welt an. Also wir schauen über die Grenzen hinaus. Das ist immer sehr spannend. In den letzten Wochen warst du aber, glaube ich, auch gut beschäftigt, denn du arbeitest beim Weingut Knipser in Laumersheim. Wo warst du da so im Einsatz? Ganz genau. Aktuell meine absolute Vorliebe ist der Keller. Ich packe gerne mit an und
Man muss sagen, es waren sehr, sehr, sehr intensive letzte Wochen, weil es war ein Herbst, der uns vor super viele Herausforderungen gestellt hat. Aber ich glaube, wir haben ja auch einige Winzer mit im Raum. So langsam kehrt die Ruhe ein und rückblickend haben wir das Beste draus gemacht. Sehr schön. Und du kannst dich dem Wahlabend widmen. Sehr gut. Ja. Laura. Gönnheim. Laura, auch bei dir war viel los in den letzten Wochen, denn das muss man dazu sagen, ihr beide, ihr kennt euch, Hanna und Laura, ihr wart gemeinsam Weinprinzessin der südlichen Weinstraße im vergangenen Jahr. Und wie lange ist die Abkrönung her? Auf den Tag genau 2 Wochen. Also wir hatten 2 kurze Wochen Urlaub und freuen uns auf die nächste Krone. Ja, also das war auch sehr, sehr intensiv zusammen mit den Vorbereitungen. Ja. Du bist gelernte chemisch-technische Assistentin, arbeitest bei Hornbach. Ja. Aber so ein bisschen Chemiekenntnisse sind ja für den Wein auch immer gut, oder? Ja, definitiv. Und ich habe ja auch so ein bisschen durchaus mit dem Weinbau und der Chemie schon vorher Fuß gefasst, würde ich sagen. Ich habe ja knapp 3 Jahre beim Julius-Kühn-Institut in Siebelding im Bereich Weinbau gearbeitet. Da warst du sehr, sehr nah dran an der Praxis und an der Forschung. Das genau. sind natürlich ganz wertvolle Einblicke, die du heute Abend schon mal mitnimmst. Aber es gibt auch Familienbezug zum Weinbau in Weiher. Definitiv, genau. Also mein Opa ist gelernter Küfer und er hatte mit meiner Oma zusammen ein Gästehaus mit Weingut. Das Gästehaus hat die Mama übernommen. Fürs Weingut gab es leider keine Nachfolge. Jetzt bist du aber da, um für den Weinbau einzutreten. Das ist auch wichtig. Also, ganz genau. Ne? Das ist doch gut. Sehr schön. Hanna, bei dir ist der familiäre Bezug sehr offensichtlich. Ja, natürlich. Ein Applaus aus Weiher. Den müssen wir noch mitnehmen. Und für die Hanna wird auch gleich mit applaudiert. Und ja, bei dir ist der familiäre Bezug ganz offensichtlich. Ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch so laut, denn du stammst aus einem Weingut in Neustadt-Duttweiler. Genau. Wohnst aber in Altdorf, aber das sind ein paar Kilometer, ne? Ja, ist gerade so ein Dörfchen weiter. Ja. Also ich komme auch öfters noch in die Heimat zurück, muss ich sagen. Genau. Das macht nichts. Ja, du hast einen Bachelor in Verwaltungsbetriebswirtschaft, arbeitest bei der Kreisverwaltung der südlichen Weinstraße. Auch sehr nützliches Know-how, immer, wenn man sich da auskennt. Kannst du da dich irgendwie in deinem Familienbetrieb auch einbringen? Hast du dazu noch Gelegenheit? Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig mit der Zeit. Also zum einen als Amt der südlichen Weinstraße war ich echt viel unterwegs, dann die Vorbereitung für die pfälzische Weinhoheit, da hatte ich auch viel Termine. Und dann habe ich erst ab dem 1.7. bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße angefangen. Das heißt, alles neu einarbeiten. Das heißt, ich hatte echt viel zu tun. Aber irgendwie findet man doch immer Zeit für den Betrieb, aber auch gleichzeitig für die Familie, weil der Betrieb ist meine Familie einfach. Ja. Und ja, also ich habe auf jeden Fall Zeit gefunden. Ich hoffe, das sieht meine Familie auch genauso. Genau, und ich vor allem bringe ich mich einfach bei Weinproben, das mache ich wirklich gern, und auch beim Ausfahren von Wein. Also auch nah dran an der Praxis, ihr alle drei. Und du hattest ja jetzt auch gerade dieses Amtsjahr als Weinprinzessin der südlichen Weinstraße. Gab es da so ein Termin-Highlight, was dir hängen geblieben ist? Ja, also auf jeden Fall Grenzenlos Wein in Schweigen-Rechtenbach. Das war eins der schönsten Weinfeste oder Weinevents, die ich besuchen durfte. Es wurde auch von der Pfalz als eines der schönsten Weinfeste gekürt und dem kann ich wirklich nur zustimmen. Dort zu stehen und dann auf der einen Seite die Pfalz zu sehen und auf der rechten Seite dann das Elsass. Wunderbar, also wirklich traumhaft schön und natürlich auch die leckeren Weine aus der Pfalz und aus dem Elsass und natürlich auch das Essen, darf man nicht vergessen. Schöne Erfahrung, die du mitgenommen hast, sehr gut. Also, Sie sehen es, 3 Fachfrauen, alle 3 nah an der Praxis und alle 3 mit hoheitlicher Vorerfahrung. Das dürfte spannend werden heute Abend, das können wir jetzt schon mal sagen. Gleich wollen wir jetzt auch eure Fachkompetenz noch einmal testen, aber vorher geht es hier auf der Bühne um ein Thema, das hat euch im vergangenen Sommer beschäftigt. Die Kandidatinnen haben wieder gemeinsam einen Film gedreht. Es ist wieder kein klassischer Vorstellungsfilm. Im Gegenteil, ihr wart als Weinfachfrauen in der Pfalz unterwegs und nehmt uns jetzt mit zu einem sehr wichtigen Thema. Es geht um eine nachhaltige Zukunft für den Pfälzer Wein. Der Weinbau hat in der Pfalz eine lange Tradition. Unsere Weinberge haben bereits viel erlebt und sich im Laufe der Zeit verändert.
Pioniere zu sein, das liegt unseren Winzerinnen und Winzer schon immer im Blut. Eines der aktuellen Top-Themen ist die Nachhaltigkeit. Wir fragen uns, wie können wir unsere Pfalz zukunftsfähig aufstellen und was kann die Weinbranche dazu beitragen? Dabei müssen wir erst einmal herausfinden, was bedeutet eigentlich nachhaltiger Weinbau? Geht es hierbei nur um die Arbeit im Weinberg oder um viel mehr? Hierfür befragen wir Experten aus der Region. Ein absoluter Nachhaltigkeitsvorreiter ist Matthias Hormuth aus St. Martin. Der Familienbetrieb wurde 2016 als erstes Weingut in Deutschland klimaneutral zertifiziert. Matthias, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, klimaneutral zu werden? Ja, also das hat alles so angefangen. Wir haben ein Paket gekriegt von DPD und auf diesem Paket war ein Paketaufkleber drauf und unten hat drauf gestanden, klimaneutraler Versand. Und dann haben wir uns gedacht, ja, was die können, können wir doch auch. Und da haben wir uns halt informiert, sind darüber nachhaltig geworden bei dem Nachhaltigkeitssiegel von Fairchoice, haben unseren CO2-Fußabdruck berechnet und haben diesen dann neutralisiert. Und welche Maßnahmen ergreift ihr dazu, CO2-neutral zu sein? Ja, in erster Linie ist es mal unser Mehrwegsystem von den Flaschen. Dann, wie man auch hier sieht, verzichten wir soweit wie es geht auf Einwegkartons und benutzen Holzkisten. Darüber hinaus haben wir eine Photovoltaikanlage und auch ein Windrad, mit der wir unser eigenes Strom erzeugen und damit auch unsere zwei Elektrofahrzeuge einspeisen. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt, beziehungsweise in welchen Bereichen spielt sie eine Rolle? Ja, die Nachhaltigkeit, die betrifft quasi den kompletten Betrieb. Es sind die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Also ganz klar im Weinberg draußen wirtschaften, auch Insektenschutz und so weiter zählt alles mit zur Nachhaltigkeit mit dazu. Des Weiteren auch faire Bezahlung im sozialen Bereich oder auch, dass man sich selber engagiert, auch im Ort. Und natürlich halt muss zum Schluss auch wirtschaftlich sein. Also ich muss meinen Betrieb auch sinnvoll führen, klar. Wir wissen also jetzt, Nachhaltigkeit besteht aus drei Säulen. Franz Wehrheim aus Birkweiler bewirtschaftet sein Weingut biodynamisch. Wir treffen uns jetzt in der Weinlage Kastanienbusch und sprechen über ökologische Nachhaltigkeit. Franz, viele Leute verbinden Nachhaltigkeit und biologischen Weinbau direkt miteinander. Ist das denn richtig so? Also als Bio-Winzer ist es natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Nachhaltigkeit wesentlich mehr umfasst als rein den biologischen Weinbau. Wir befinden uns ja aktuell auch direkt in den Weinbergen. Kannst du ein Beispiel nennen, wie im Weinberg nachhaltig gearbeitet werden kann? Beziehungsweise erkennt man denn einen nachhaltigen Weinberg auch direkt? Also es ist so, dass der Boden natürlich eine sehr zentrale Rolle spielt. Und durch gezielte Maßnahmen kann man natürlich den Boden verbessern, zum Beispiel Kompostmaßnahmen. Und das kann man durchaus auch sehen, wenn die Böden mehr Kompost- und Humusschichten beinhalten. Dann wächst natürlich ein bisschen was und das kann man durchaus danach erkennen. Ihr habt euch ja dazu entschieden, euer Weingut biodynamisch zu bewirtschaften. Welche Rolle spielt hierbei die Artenvielfalt? Also die Artenvielfalt spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil zum Schluss in der modernen Landwirtschaft haben wir auch eine große Verantwortung und wir müssen den Tieren und Pflanzen quasi die Möglichkeit geben, einen Rückzugsort zu haben. Und wir haben auch zum Beispiel einen Weinberg, den wir brachgelegt haben, wo wir eine Vogelschutzzone kreiert haben, im Endeffekt, wo nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen sich frei entfalten können. Und dadurch haben sie so einen gewissen Schutz. Ein respektvoller Umgang mit der Natur ist die Basis. Ebenso gehört zur Nachhaltigkeit ein respektvoller Umgang miteinander. Ich treffe Bastian Klor von der Weinbietmanufaktur hier in Neustadt-Musbach. Der Betrieb ist nachhaltig zertifiziert und der soziale Aspekt spielt hier ebenfalls eine große Rolle. Ihr seid Fair and Green zertifiziert. Kannst du erklären, was dahinter steckt? Ja, Nachhaltigkeit ist uns seit jeher sehr wichtig. Wir haben Schritt für Schritt Verbesserungen umgesetzt und die Zertifizierung mit Fair and Green war dann logische Konsequenz, um das Erreichte zu dokumentieren, aber auch um Verbesserungsvorschläge zu identifizieren. Uns ist es dabei und auch Fair and Green sehr wichtig, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu betrachten. Es geht eben auch um ökologische, aber soziale und ökonomische Aspekte. Das Motto, das dahinter steht, ist eigentlich fair zu Mensch, Natur und Umwelt. Und das umschließt, sagen wir mal, die 360-Grad-Blick auf das Unternehmen als solches. Und was bedeutet für dich soziale Nachhaltigkeit im Weinbau?
Soziale Nachhaltigkeit in der Weinwirtschaft ist für mich eigentlich ein fairer Umgang des Unternehmens mit seinem Umfeld. Und dazu zählen eben insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch in unserem Fall die Mitgliedswinzer, Lieferanten, Abnehmer oder das gesamte gesellschaftliche Umfeld. Wie wird das bei euch im Betrieb umgesetzt? Also wenn wir den Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten, dann geht es uns ja um Arbeitssicherheit, einen hohen Standard, den wir hier an den Tag legen, eine faire Entlohnung, die monetäre Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg, aber auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir sind Ausbildungsbetrieb und einige der ehemaligen Auszubildenden tragen heute Verantwortung in ihrem eigenen Funktionsbereich im Unternehmen. Und das zeugt von einer hohen Zufriedenheit, aber macht uns auch insgesamt sehr stolz. Ob mit oder ohne Zertifikat, unsere Winzerinnen und Winzer bemühen sich um mehr Nachhaltigkeit. Zum Beispiel durch das Wiederverwenden von Flaschen. Die Familie Oberhofer aus Edesheim hat sich auf das Spülen von Flaschen spezialisiert. Mit Pascal Oberhofer und Sandra Mosch vom Weincampus in Neustadt spreche ich über die ökonomische Nachhaltigkeit. Pascal, ihr habt euch auf das Spülen von Weinflaschen spezialisiert. Hat da in letzter Zeit die Nachfrage zugenommen? Ja, wir haben seit Jahresbeginn etwa 5% Neukunden. Und warum ist das so? Gibt es denn einen großen Nutzen beim Flaschenspülen? Ja, der größte Nutzen ist mit Sicherheit, dass Energie und damit auch CO2 gespart werden kann. Jede Flasche, die wieder gereinigt wird und nicht neu produziert werden muss, spart reines CO2 in dem Sinn. Außerdem ist ja die Flaschenverfügbarkeit von Neuglas ein Problem, genauso die extremen Kostensteigerungen durch die Energiepreissteigerung. Das heißt, es gibt schon einen großen Nutzen, aber gibt es auch irgendwelche Herausforderungen vielleicht? Ja, das Problem für uns ist die große Sortenvielfalt beim Gebrauchtglas im Prinzip, von Flaschenformen über Flaschenfarben, über Verschlüsse. Ebenso Selbstklebeetiketten machen uns das Leben schwer und der ganze Transport, die ganze Logistik um das Gebrauchtglas herum muss organisiert sein. Okay, also es gibt sehr viele Herausforderungen. Sandra, du forschst am Weincampus in Neustadt. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Lösungsansätze? Tatsächlich sind wir ein politisch gefördertes Projekt, das sich mit Nachhaltigkeit im Weinbau befasst, um die Weinbranche nachhaltiger zu positionieren und den ganzen Betriebsleitern einfach Handlungsanreize zu setzen. Und es gibt verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit, die man behandeln kann. Ein Mehrwegsystem wäre unglaublich wertvoll, um die Nachhaltigkeit in der gesamten Branche national voranzubringen. Gibt es denn noch weitere Aspekte, die der ökonomischen Nachhaltigkeit zugeordnet werden könnten? Nachhaltigkeit ist unglaublich komplex und es gibt sehr viel. Das Große und Wichtige, um sich glaubhaft nachhaltig zu positionieren, um Projekte zu haben, die auch am Kunden ankommen und die später ökonomisch auch einen Vorteil bringen, ist die Kommunikation. Es wird zu wenig darüber gesprochen, was unsere Winzer alles an tollen Projekten und Initiativen haben. Es wird zu wenig nach außen getragen. Kommunikation ist das große Thema. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Es gibt kein Einheitsrezept. Und vieles führt in die richtige Richtung. Vom schonenden Umgang mit der Natur, über ein soziales Miteinander, bis hin zur wirtschaftlichen Lage eines Betriebes. Am Ende geht es um das Zusammenspiel. Und Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Weg, auf dem man sich immer wälzt, hat sich übrigens als ganze Region auf diesen Weg gemacht. Die Deutsche Weinstraße ist seit 2020 als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert und ist damit die Vorreiterregion in Rheinland-Pfalz. Bei Partnerbetrieben wie hier im Baumhaus Hotel in St. Martin können Gäste nachhaltige Genussmomente erleben. Die Pfalz geht in die richtige Richtung und die Weinwirtschaft leistet ihren Beitrag auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Wow, oder? Also, geballte Kompetenz in puncto Nachhaltigkeit in der Pfalz, aber vor allem auch bei unserem neuen Team Pfalz. Also da habt ihr euch einer großen Herausforderung gestellt. Das ist schon ein Werk geworden, dieser Film, muss man sagen, aber es ist ein komplexes Thema. Hanna, was hat dich denn so am meisten überrascht bei dem Dreh? Wie viele Winzer da wirklich schon aktiv sind im puncto Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite, wie vielfältig ist. Es ist ein Thema, da gibt es gar keinen Abschluss. Ja, das stimmt, das haben wir wirklich gesehen. Es gab so viele Stationen, die man hätte machen können. Ja, und du hattest ja den Punkt soziale Nachhaltigkeit. Dachtest du vorher, dass das so weit gefasst ist? Nee, also das habe ich tatsächlich wirklich mega unterschätzt, dass das wirklich so breit gefächert ist. Und ich finde aber wirklich, dass auch jetzt gerade bei der Weinbeet-Manufaktur aus Musbach, die sind wirklich ein richtig gutes Beispiel. Und da sieht man einfach, man muss nicht nur fair zur Natur, sondern auch zu dem Mensch, weil ohne den Mensch geht's einfach nicht. Ja, das ist wirklich nachhaltiges Denken. Ja. Charlotte, du warst im Weinberg unterwegs. So ein Dreh, der ist ja auch schon anstrengend. Gab es da so ein paar Herausforderungen auch, denen ihr euch stellen musstet?
Auf jeden Fall. Ich glaube, jede Kandidatin von uns hat so ihre persönliche eigene Baustelle mit dabei gehabt. Bei mir war es so, man hat ja gesehen, wir haben das Video im Weinberg gedreht. Und ja, die Sonne hat geschienen, das Wetter sah herrlich aus, aber es war super windig und wir sind stundenlang durch Birkweiler gefahren, bis wir eine Stelle gefunden haben, wo man eigentlich endlich mal was vom Ton hören konnte, wo es nicht ganz so windig war. Ja, das ist herausfordernd und das hat man aber null gemerkt bei dem Interview, also alles Gott super gelöst. Ja, das war euer erster gemeinsamer Auftritt als Team Pfalz. Ihr habt jetzt mit diesem Film schon Fachkompetenz bewiesen, aber gleich geht es an die Fachbefragung. Vorher noch einmal durchatmen hinter der Bühne. Das ist nochmal euer Applaus, Charlotte Weil, Laura Götze und Hanna Spieß. Ja, das neue Team, das steht in den Startlöchern. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Kronen heute weiter wandern werden. Und deswegen möchten wir jetzt diejenigen auf die Bühne rufen, die heute ein kleines bisschen Abschied nehmen müssen. Aber sie haben ein tolles Jahr hinter sich. Begrüßen Sie das noch aktuelle Team Pfalz 2022-23 um die pfälzische Weinkönigin Lea Basler und die Weinprinzessinnen Sandra Eder und Lea Lechner. Schön, oder? Für euch ja. Ist das jetzt so ein bisschen ein Heimkommen, oder? Entspannt. Ja. Ist schon schön, wieder auf der Bühne zu sein. Lea, du hast natürlich jetzt sehr intensive Erfahrungen mit dieser Bühne gesammelt. Ich glaube, der Moment vor einem Jahr, als die Krone auf deinen Kopf gewandert ist, kannst du uns nochmal mitnehmen? Ich glaube, es war einfach wirklich vor allem emotional geprägt. Also ich bin ja wirklich fast zerflossen in Tränen, weil es einfach so ein unglaublicher Moment ist, wenn man weiß, dass man ein Jahr lang die Pfalz repräsentieren darf. Und ich muss sagen, es ist heute wirklich ein deutlich angenehmeres Gefühl als damals. Es ist entspannt, man hat so viel erreicht, so viel erlebt. Und ich glaube, darauf können wir alle drei unheimlich stolz sein, was wir in dem Jahr bewegt haben. Viel erlebt, das ist ein gutes Stichwort, denn ich wurde etwas stutzig, als ich so euer Instagram-Profil durchgeguckt habe und dann habe ich gesehen, die Lea, die war ja bei der Vinomia dabei, aber eigentlich findet die nur alle 2 Jahre statt. Da hattest du Glück, oder? Was hast du da erlebt? Ich habe ganz viel erlebt. Was ich vor allem erlebt habe, ist, wie zum einen bekannt die Pfälzer für ihre Weinkultur sind, aber auch andererseits, wie unbekannt es ist, dass wir wirklich an jeder Station, wo wir einen Tisch und Weinflaschen haben, Weinverkostungen machen. Also die Leute waren wirklich teilweise sehr zurückhaltend und schüchtern und haben sich gar nicht getraut, den Wein zu probieren. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, wir hatten viele Autofahrer dabei. Bedeutet, wir hatten auch an jedem Stop 2, 3 alkoholfreie Weine und Sekte dabei. Und gerade in der heutigen Zeit ist das unheimlich wichtig, den Leuten zu kommunizieren, was Wine in Moderation und dazu auch die alkoholfreien Weine beitragen. Und da habe ich unheimlich viel gelernt und vor allem auch kennengelernt und eine ganz andere Sichtweise auf die alkoholfreien Weine auch entwickelt. Ganz interessanter Aspekt, wenn man eine Oldtimer-Rallye mitmacht. Super, Lea. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Sandra, du studierst ja, Achtung, Weinbauönologie und Weinwirtschaft im Master. Ging gut mit dem Amt, du warst auch schon viel unterwegs, ne? Ja, also ich muss sagen, klar, es ist eine schöne Verbindung. Man kommt auch immer wieder in den wirklich wissenschaftlichen Aspekt dabei zurück durch das Studium. Aber es war schon sportlich. Ja. Gerade die Wegstrecke war dann nicht immer ganz so einfach, mal eben von hier nach da. Ja. Und ja, dadurch, dass es ein internationales Masterprogramm ist, haben wir 2 Pflichtstandorte. Der eine ist Geisenheim, der andere ist Wien. Und das Semester ist letzte Woche losgegangen und ich durfte heute Morgen hierher fliegen. Ich würde sagen, du saßt heute Morgen noch im Flieger. Gut, dass du jetzt hier bist. Und international und Master, das ist auch das nächste Stichwort. Ihr hattet unglaubliches Glück, denn das Symposium der Masters of Wine, das wirklich once in a lifetime hier in Deutschland stattfindet, viel in eurer Amtszeit. Du warst da, glaube ich, recht viel unterwegs. Was waren das für Kontakte? Was habt ihr erlebt? Nimm die Leute mal kurz mit, weil vielleicht nicht jeder das einordnen kann. Es war super, super spannend. Im Vorfeld zu diesem Symposium durften wir den Master of Wine Studenten und auch welche, die bereits diesen Titel haben, unsere Heimat zeigen. Also ich bin 3 Tage tatsächlich mit denen quer durch die Pfalz
gefahren, wir haben uns alles Mögliche angeschaut und tatsächlich, ich war selber ganz baff, wie viel wir in diesen 3 Tagen untergekriegt haben. Und es war eine unglaublich spannende Erfahrung, auch für mich persönlich. Ich konnte unheimlich viel mitnehmen. Wir haben Kontakte nach Hongkong jetzt. Wir haben mit Australiern viel gesprochen. Es war ein ganz toller Austausch mit Fachleuten untereinander, mit den Erfahrungen, die die auch wieder hierher mitgebracht haben und dann spezifische Fragen stellen konnten. Hey, warum macht ihr das genau so und nicht wie bei uns zu Hause? Und das hat ja mich schon sehr mitgenommen. Das fand ich wirklich total spannend. Also ich war nach den 3 Tagen Feuer und Flamme und wollte am liebsten die ganze Welt sehen und jedes einzelne Weinanbaugebiet selber bereisen. Toll, also da hattet ihr großes Glück, aber das zeigt auch, was für eine internationale Bühne den pfälzischen Weinhoheiten geboten wird. Definitiv. Eure Aufgabe, liebe Lea, war es aber auch, den Pfälzer Winzern eine Bühne zu bieten. Und das habt ihr sehr aktiv getan, unter anderem in Social Media. Ihr hattet euch das Projekt ausgesucht, die Genossenschaften der Pfalz vorzustellen. Was hast du da so erlebt? Also es war für uns alle drei unglaublich toll, unsere Pfälzer Genossenschaften zu besuchen, denn man hat auch gemerkt, das kam auch bei Ihnen dann auf jeden Fall an, es ist wichtig, dass wir nicht immer nur über unsere Pfälzer Weingüter sprechen, sondern auch über die Genossenschaften, weil wir haben zum einen eine verdammt lange Tradition in der Pfalz, die gehören dazu, und zum anderen ist es der Grundgedanke der Genossenschaft, wie die überhaupt entstanden sind, dass man gemeinsam was schafft, was man alleine nicht schaffen kann, dass man gemeinsam was erreichen kann, was man als Einzelner nicht erreichen kann. Dieser Gedanke wird in allen Pfälzer Genossenschaften so gelebt und innovativ und auf fortschrittliche Art und Weise auf höchster Qualität betrieben, und ich fand es ganz toll zu sehen und finde es extrem wichtig, und es zeigt uns eben auch, dass wir im Pfälzer Weinbau gemeinsam einfach mehr schaffen können, dass der Austausch untereinander mit den Winzerinnen und Winzer und mit den Genossenschaften super wichtig ist, und ich glaube, das haben wir den Verbrauchern zeigen können und haben es für uns selbst auf jeden Fall nochmal gelernt. Ja, das war wirklich auch sehr professionell umgesetzt, das muss man wirklich sagen. Also, ein Top-Job gemacht, und du auch nebenher weiterhin im Weingut Josef Köhr tätig, ne? Also du warst auch weiter im Keller gestanden, und dann ist man doch ganz gut beschäftigt. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, jetzt habt ihr zurückgeblickt auf euer Amtsjahr. Wir sehen auch weiterhin die Bilder, was ihr so alles erlebt habt. Auf jeden einzelnen Termin können wir natürlich gar nicht eingehen. Trotzdem ist es ja so ein Moment, wo man vielleicht noch mal ganz kurz Danke sagen möchte. Was ist euch da so eingefallen? Wir wollen Danke sagen an allererster Stelle an Familie, Freunde und Partner, die ein Jahr auf uns verzichtet haben, uns den Rücken frei gehalten haben, uns gefahren und abgeholt haben, uns eine unglaublich große Stütze waren und ohne die wir drei hier heute nicht so stehen würden, wie wir es jetzt machen würden. Also das ist Familie, ein großer Applaus wert, ja. Familie Danke. Muss immer sein, ja. Ein großes Dankeschön geht auch an all die Menschen, denen wir auf unseren Terminen begegnen durften, die Termine mit uns wahrgenommen haben und die sie uns überhaupt erst ermöglicht haben. Und da ist allen voran das Pfalzwein-Team. Ich gucke in die linke Ecke. Ganz herzlichen Dank für all die Organisation und auch an alle Veranstalter, die uns eingeladen haben, zu sich zu kommen, die mit tiefstem Vertrauen uns auch hin und wieder so mal eben ein Mikrofon in die Hand gedrückt haben. Mach mal, ihr macht das schon. Das ist schon ein großes Vertrauen, und dafür wollen wir Danke sagen, dass wir das so erleben durften und dass wir die Chance dazu bekommen haben. Ja, und Vertrauen haben uns natürlich auch alle Weinerzeuger in der Pfalz geschenkt. Sowohl indem sie gesagt haben, wir drei dürfen sie repräsentieren, und auch, weil sie uns Einblicke gewährt haben. Wir haben es von der Lea gehört, wir hatten das Genossenschaftsprojekt. Wir haben aber auch ganz viele andere Weinerzeuger und alle, die mit dem Weinbau zu tun haben, sehr nah kennengelernt. Sie haben uns sehr nah an sich herangelassen. Dafür vielen lieben Dank. Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich, und natürlich auch ein Riesendank an alle Leute, die unsere Tätigkeit verfolgt haben, sprich an viele hier im Publikum, viele zu Hause, die uns auf den Social-Media-Kanälen gefolgt haben, uns live erlebt haben und einfach jeden Moment mitgeprägt haben, und wir hoffen, wir konnten euch mitnehmen und möchten nochmal ein herzliches Dankeschön an alle ausrichten, die uns begleitet haben auf diesem Weg. Und dafür ein großer Applaus, den habt ihr euch verdient.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Danke auch für die Dankesworte. Natürlich, ihr seid jetzt aber den ganzen Abend über noch aktiver Teil der Show hier auf der Bühne. Und es ging eben um Verantwortung. Die tragt ihr jetzt auch, denn ihr werdet jetzt Teil unserer Bühnenjury. Ihr seid vorbereitet. Nehmt gerne schon mal eure Plätze an den Tischen ein. Ja, diejenigen, die letztes Jahr dabei waren, die kennen das Konzept. Wir machen das so, dass unsere noch aktuellen Hoheiten jetzt mit in die Bühnenjury einsteigen. Die Fachjury sitzt natürlich hier im Saal. Ihr stellt allerdings die Fachfragen. Jede Kandidatin wird sich jetzt einzeln 4 Fachfragen stellen dürfen. Für die Beantwortung gibt es jeweils 45 Sekunden Zeit. Die Fachfragen kommen aus verschiedenen Themenkreisen. Lea Basler wird eine Frage stellen, die von Pfalzwein eingereicht wurde. Die ist auch immer gleich. Da haben wir dann so einen Vergleichspunkt zwischen den Kandidatinnen. Es gibt 2 Fragen aus dem Themenbereich Weinbau und Önologie und Vermarktung. Das sind Fragen, die wurden von der Fachjury vorab eingereicht. Das heißt, hier haben wir eine große Auswahl und im Endeffekt wird der Zufall entscheiden, welche Frage gestellt wird. Und Lea Lechner, du hast da noch so eine kleine englische Herausforderung. Ja, da freuen wir uns drauf. Jetzt ist ein Platz hier in der Jury noch frei und da freuen wir uns, dass er auch dieses Jahr wieder zugesagt hat, unser Jury-Mastermind zu sein. Er ist der Studiengangleiter für Weinbau und Önologie am Weincampus in Neustadt. Begrüßen Sie auf der Bühne Professor Dr. Dominik Durner. Dominik. Ja, schön, dass du wieder mitmachst. Du hast einen dicken Stapel an Fragen dabei. Also da sieht man, dass in der Jury wohl einiges an Redebedarf zum Thema Weinbau und Önologie herrscht. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Eben hast du auch den Film geschaut mit der Nachhaltigkeit. Wir hatten ja Sandra Morsch vom Weincampus auch dabei. Du bist in Richtung Weinbau-Önologie unterwegs. Wie stark beschäftigt euch dieser Themenkreis? In der Tat beschäftigt uns das Thema sehr intensiv in sehr unterschiedlichen Fragestellungen, wie man das auch in dem Film gut beobachten konnte. Und gerne erweitere ich das Thema Nachhaltigkeit noch um einen Aspekt, den unsere Kandidatinnen und die Vorgängerinnen ja auch tatsächlich sich zu eigen gemacht haben. Und zwar Nachhaltigkeit lebt natürlich auch ein Stück weit, und zwar ein ziemliches Stück weit, in der Bildung. In der Ausbildung, in der Weiterbildung, in der Bildung im Allgemeinen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir sehen es bei den jungen Leuten, wir sehen es bei allen Experten, die sich weiterbilden. Und ja, vielleicht erlauben Sie mir da an dieser Stelle den Werbeblock auch zu machen für unsere Weinbautage am 16. und 17. Januar. Und da werden dann eben auch diese Themen wichtig sein. Aber ich glaube, mit dem Film warst du ganz zufrieden, oder? War eine runde Darstellung in dem Film, oder? Ja, war eine klasse Darstellung. Sehr gut. Ja, wir sind froh, dass du wieder bei uns bist für diese Fachfrage. Natürlich sind auch Rückfragen erlaubt. Wir schauen jetzt einfach mal, was auf uns zukommt. Und die Kandidatinnen sind natürlich aufgeregt im Hintergrund. Und deswegen rufen wir jetzt die erste zu uns. Jetzt kommt Charlotte Weil aus Gönnheim. Die Gönnheimer freuen sich mit dir. Charlotte, es geht los für dich. Du bist ohnehin im Studium drin. Hast du dich trotzdem noch irgendwie speziell vorbereitet? Natürlich, die Zeit in den letzten Wochen war doch etwas begrenzter. Aber ich habe es immer positiv gesehen, weil jeder Tag auf der Arbeit ist ja auch quasi etwas Vorbereitung. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe einen wunderbaren Arbeitgeber, der mir auch jederzeit sehr entgegengekommen ist. Ich konnte sie mit Fragen löchern. Sie haben es mir auch verziehen, wenn ich mal etwas früher vom Betrieb weggegangen bin. Mhm. Und ansonsten habe ich viel mit meiner Familie geübt, auch mal in der einen oder anderen Fachzeitschrift nachgeblättert oder mal in einen Podcast reingehört. Okay, sehr gut. Also die Vorbereitung sitzt und dann starten wir jetzt. Wir wollen jetzt nämlich wissen, was ist die erste Frage? Liebe Lea Basler mit der Pfalzweinfrage. Bereit? Ich bin bereit. Welche verschiedenen Rieslingsstile gibt es in der Pfalz und wo sehen Sie aktuelle Trends? Charlotte, die Frage verstanden? Ja, ich habe sie verstanden. Okay, dann läuft deine Zeit jetzt.
Genau, das Besondere am Riesling ist zum einen, dass er wunderbar die verschiedenen Bodeneigenschaften widerspiegelt. Und es ist eine Rebsorte, die eine sehr ausgeprägte Säurestruktur hat. Das heißt, wir können Riesling sowohl im trockenen Bereich ausbauen, als auch im Restsüßen oder auch gerne als Riesling-Sekt oder Sekko. Und ich würde auch sagen, das ist eines unserer Trendprodukte aktuell. Es gibt auch immer besondere Anlässe zu feiern und so ein Glas Riesling-Sekt dazu. Die Runde wird belebt. Ich glaube, Sie selbst im Publikum haben heute auch mit einem Riesling-Sekt gestartet. Deswegen wäre das so meine Antwort und eine super schöne Lösung, weil Perlage und Säure geben einfach ein wunderbares Mundgefühl. Sehr schön. Punkt genau, 45 Sekunden. Sehr gut gelöst. Riesling in seiner ganzen Vielfalt. Lieber Dominik, dann darfst du dir jetzt einen dieser vielen Umschläge rausziehen und wir sind gespannt, welche Frage zu Weinbau und Önologie Charlotte jetzt erwartet. Welche typischen Süßweinstile gibt es in der Pfalz und wie werden sie produziert? Verstanden? Habe ich auch verstanden. Dann läuft deine Zeit, liebe Charlotte. Genau, auch wir in der Pfalz haben Qualitätswein mit Prädikaten. Das bedeutet, anhand der Öxle-Grade bestimmen wir so ein bisschen die Stilistik von einem Wein. Natürlich heißt es nicht unbedingt, ein Prädikatswein wird direkt süß ausgebaut, aber wir können uns zum Beispiel auch an den Begriffen orientieren, dass es eine Spätlese im restsüßen Bereich gibt. Es ist zum einen gut, genau, dass man die Trauben hier etwas länger hängen lässt, aber natürlich können wir auch im Keller viel beeinflussen, indem wir zum Beispiel eine Gärung nicht ganz bis zum Ende bringen. Wir können zum Beispiel mit Kühlungen arbeiten, sodass die Gärung nicht ganz stoppt und es auch immer noch einen restsüßen Bestand im Wein am Ende gibt. So gibt es auch halbtrockene Weine oder mild oder süß mit der Angabe. Das waren die 45 Sekunden. Mhm. Ja. Und auf einmal wird Süßwein doch zu einem relativ komplexen Thema, gell? Da kann man doch einiges dazu sagen. 45 Sekunden ist doch eine sehr kurze Zeit. Ja. Das ist die Herausforderung. Sandra hat schon gemischt und wir freuen uns auf die nächste Frage. Vermarktung. Lohnt es sich unter Marketingaspekten für ein Weingut an Weinmessen und Weinfesten teilzunehmen? Frage verstanden. Auch diese Frage habe ich verstanden. Sehr gut, dann darfst du starten, die Zeit läuft. Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil sowohl auf Messen als auch auf Weinfesten haben wir die Möglichkeit, als Weinproduzenten eine Vielzahl von Kunden anzusprechen und auch direkt im Austausch miteinander zu sein. Das heißt, wir können den Endverbrauchern etwas von unserem Produkt anbieten und sie auch direkt so ein bisschen aufklären, was alles in dem Beruf Winzer eigentlich steckt. Weil ich glaube, das ist so vielen gar nicht bewusst, dass nicht nur im Herbst in der Traubenlese viel zu tun ist, sondern sich das ganze Jahr über eine Mordsarbeit ansammelt. Deswegen, ich würde es jedem Endverbraucher empfehlen, weil es ja natürlich auch schön ist, die Kunden kennenzulernen, die deine eigenen Weine auch konsumieren. Dankeschön. Also, es lohnt sich für beide Seiten. Sehr gut. And then the last question for your... The favorite question. Will be in English, since last year we have an English question. And now Lea will ask the question. You are visiting a trade fair in Italy. A wine merchant is interested in Grauburgunder from Pfalz. Yeah. But he already sells a lot of Italian Pinot Grigio. He asks you, what is special about a Pfalz Grauburgunder? What do you tell him? Did you understand everything? Yeah, I understand the question. Thank you. Then. Yeah. In the Palatinate, we do a very well Grauburgunder. I can say Grauburgunder is everybody's darling because we have a lot of fruit in this wine and a smooth acidity in the end. And as producer, or you can say the Grauburgunder can be aged in a stainless steel and in a barrique as well, and we do this in the Palatinate. You can have the easy drinking version for every day when you meet some friends on the wine festival, but we also have a fuller one with a more complex body,
and it's the perfect match, for example, for food. I think chicken with mushrooms, and yeah, that sounds good. So, no Italian Fino Grigio anymore. Charlotte Weil, das war die Fachbefragung. Das ist dein Applaus. Vielen Dank, wir sehen dich später wieder. Das lief doch schon mal gut. Ein kleiner Hinweis an die Fanblogs. Ich weiß, das macht sehr viel Spaß, aber für die Fachbefragung fahren wir vielleicht die Lautstärke noch mal so ein bisschen runter, damit die Kandidatinnen sich auch gut konzentrieren können. Klatschen dürft ihr jetzt aber natürlich trotzdem, denn jetzt kommt Laura Götze aus Weiher. Liebe Laura, es kommt der spannende Teil, aber auch du hast dich natürlich gut vorbereitet. Hast du das immer alleine gemacht oder auch so ein bisschen gemeinsam? Ja gut, also ich muss sagen, tatsächlich hat sich die Vorbereitungszeit etwas schwierig gestaltet, die Zeit zu finden, zu lernen, weil ich ja noch bis vor 2 Wochen im Amt war und da doch recht viele Termine waren. Allerdings habe ich tatsächlich einfach jede freie Minute genutzt. Meine Mama hat mich abgefragt. Danke, Mama. Und natürlich war ich auch bei dem einen oder anderen Winzer, um für die Blindverkostung später zu üben. Okay, wir werden uns jetzt davon überzeugen, dass das garantiert gut geklappt hat, da bin ich mir sicher. Liebe Lea, du darfst loslegen. Du bist auch bereit? Perfekt. Welche verschiedenen Rieslingsstile gibt es in der Pfalz und wo sehen Sie aktuelle Trends? Verstanden? Ja. Okay, Laura, dann läuft deine Zeit. Ja, welche verschiedenen Rieslingsstile haben wir bei uns in der Pfalz? Ganz klar haben wir in der Pfalz den Vorteil, dass wir so viele verschiedene Bodenarten haben, wie zum Beispiel Kalkmerkel, Schiefer, Granit, Lehm, Lös, Buntsandstein und noch einige mehr. Und das ist natürlich auch wiederum den Vorteil, denn gerade beim Riesling können wir mit diesen verschiedenen Bödenarten zeigen, welche Mineralik haben wir bei uns in den Böden und können dies eben im Wein widerspiegeln. Und ich finde, in keiner anderen Sorte wie beim Riesling kann man das eben so toll rausarbeiten im Keller. Und natürlich können wir da nicht nur die schönen schlanken Rieslinge machen, sondern vielleicht auch mal so einen schönen schweren Riesling mit tollem Körper, mit viel Fülle und einem ganz tollen Abgang. Da war die Zeit vorbei. Lea, du bist zufrieden? Sehr zufrieden. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Dominik Durner, Weinbau und Önologie. Ein Kunde fragt dich nach Unterschied zwischen Sekko und Sekt. Was erklärst du ihm? Verstanden? Ja. Dann leg los. Ja, also bei Sekko und Sekt handelt es sich um den wesentlichen Unterschied, dass wir beim Sekt eine zweite Gärung in der Flasche haben und beim Sekko den Grundwein, den wir haben, Kohlensäure zugesetzt wird. Genau, und dieser dann eben in die Flasche abgefüllt wird. Gehen wir nochmal zum Sekt, haben wir natürlich verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel die traditionelle Flaschengärung, wo wir eben einen tollen Grundwein haben, den wir in die Flasche abfüllen, mit Hefe und Zucker versetzen, einen Kronkorken drauf, zur zweiten Gärung mindestens 9 Monate auf der Hefe lassen. Dann rütteln wir ihn ab, dass die Hefe in den Flaschenhals rutscht. Dann degauchieren wir, also frieren wir erst kurz den Flaschenhals ein, dass der Hefepfropf rausschießen kann. Wenn wir den Kronkorken entfernen, füllen dann noch kurz mit der Dosage auf und Korken drauf. Die Dosage ist drin, die Zeit ist um, wir haben einen schönen Sekt. Sehr gut. Dominik? Okay, Dominik ist zufrieden. Sehr gut. Dann, liebe Sandra, es geht Schlag auf Schlag und wir machen weiter eine Frage aus der Richtung Vermarktung. Wie können Sie Weinkunden per Instagram die Vielfalt Pfälzer Weine zeigen? Geben Sie ein paar Beispiele. Gut, natürlich. Ja, gut. Haben wir bei Instagram, also bei Social Media, viel mehr Reichweite, viel mehr Menschen, die wir erreichen können. Können Sie mit auf die verschiedensten Wein-Events nehmen oder aber auch mal eine Online-Weinprobe machen und diese dann natürlich besprechen. Und damit können wir auch einfach mehr Kunden, mehr Reichweite erreichen, um dem Kunden einfach zu zeigen, welches tolle Produkt wir hier in der Pfalz Wein herstellen können. Und es ist einfach nochmal toll
so auch vielleicht interzuagieren mit einem Live-Video oder auch einem Reel oder einem Frage-Button, wo wir Fragen beantworten können, gezielt beantworten können, weil ja vielleicht auch das, was wir für wichtig erachten, nicht für den Endkunden wichtig ist. Und das ist natürlich auch immer wichtig zu beachten. Okay, da gibt es viele Optionen und ich glaube, so können wir das zusammenfassen. Sehr gut. Das waren die Fragen der Jury. And now we switch to English. Lea, our English question for Laura. In a wine bar in New York, a wine lover tells you that he is a huge fan of French mellow wines. He wants to know if there's any good mellow in Pfalz. What do you respond? You understood everything? Yes. Okay, then you could start. Yes, the Mellow is a very good red grapes that we have a lot in the Palatinate. We have a really beautiful color. We have a satinrot color in it with a beautiful red reflection, sometimes a little bit of violet. Yes, and we have wonderful aromas of a little bit of fruitiness, but also it's a little bit spicy sometimes. And yes, we can it perfect match it with food. And I prefer it in the winter for the Kamin with a very spicy cheese. Okay, so he should definitely try some. Vielen Dank. Applaus aus Weiher, Applaus aus dem Saal. Liebe Laura, das war sie schon, deine Fachbefragung. Laura Götze aus Weiher. Und nun freuen wir uns direkt auf Hanna Spieß aus Altdorf. Wow, deine Fans, die meinen es ernst, gell? Deine Fans, die meinen es ernst. Ja, genau, ja. Das ist das Problem, dann verstehen wir uns hier nicht. Ja, Hanna, willkommen zurück auf der Bühne. Wir haben es vorhin gesagt, du kommst aus einem Weingut, aber in die Wiege gelegt wird einem das Wissen deshalb ja auch nicht unbedingt. Was hast du so gemacht zur Vorbereitung? Also ich habe viel mit meinem Vater zusammengelernt und auch mit meiner Schwester und auch mit anderen Winzern, die mich wirklich bei allem unterstützt haben, sei es bei Fachfragen oder auch beim Verkostung von Wein. Also die waren wirklich alle für mich da. Da möchte ich mich auch wirklich recht herzlich nochmal bei euch allen bedanken. Und jetzt muss man noch sagen, das müssen wir hier jetzt noch einmal erwähnen. Du warst ja jetzt eben vorher zusammen mit Laura, dann ganz alleine in einem Raum hier hinten, dass du natürlich nicht mitkriegst, was hier auf der Bühne passiert. Wie hat sich das angefühlt? War schon schlimm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen an die Lea Lechner gedacht, weil letztes Jahr hatte die genau das Gleiche losgezogen wie ich, als Letzte hier auf die Bühne zu treten. Lea hat es gepackt und ich war auch nervös, aber ich denke, ich packe das auch. Du wirst es auch meistern, jetzt bist du dran. Und dann starten wir jetzt auch direkt. Lea Basler hat die Pfalzweinfrage für dich. Auch du bist bereit? Ich bin bereit. Perfekt. Welche verschiedenen Rieslingsstile gibt es in der Pfalz und wo sehen Sie aktuelle Trends? Frage verstanden? Mhm. Dann läuft deine Zeit. Ja, Riesling gibt es wirklich in vielen unterschiedlichen Variationen. Wir haben zum einen den relativ einfachen Riesling, den man gern nutzt als Schorlewein, dann wird er meistens in der Literflasche abgefüllt. Aber genauso haben wir den Riesling auch in höheren Qualitäten, sei es als Kabinett, Spätlese oder auch aus Auslese. Manchmal findet man auch den Riesling noch als Eiswein. Das heißt, wirklich in allen Qualitäten und in der ganzen Bandbreite haben wir den Riesling bei uns in der Pfalz vorhanden. Das Besondere aber am Riesling ist wirklich der Ausbau. Je nachdem, auf welchem Boden er angepflanzt wird, schmeckt er anders da. Haben wir einen mineralischen Boden, haben wir einfach mehr Mineralik. Gerne wird der Riesling aber auch im Holzfass ausgebaut. Und ich würde sagen, das ist zurzeit so das Typische, dass man den Riesling wirklich gern auch im Holzfass ausbaut, sodass er auch leichte, holzige Noten bekommt. Okay. Das Holzfass haben wir noch mitgenommen, damit hat sie natürlich auch recht. Und das wäre ja auch so ein Trend, dieses Zurückgehen zum großen Holz. Ne?
man auch viel drüber erzählen kann. Es ist unsere Leitrebsorte und von daher, wenn man ein bisschen überzieht, absolut gerechtfertigt, finde ich. Sehr gut, dann macht sich Dominik Durner schon bereit. Es gibt eine Frage aus dem Themenkreis Weinbau und Önologie. Welche qualitätsfördernden Maßnahmen können im Weinberg unternommen werden? Nennen Beispiele und erläutere sie. Verstanden? Ja. Okay, dann leg los. Ja, wir haben zum einen die Möglichkeit, im Juni und Juli schon einen Teil der Trauben abzuschneiden und diese auf den Boden zu werfen. Das dient zum einen einfach, die Qualität der bleibenden Trauben zu erhöhen, da die ganzen Nährstoffe dann nur noch in die verbleibenden Traubenzwacken gelangen. Dadurch hat man einfach im Nachhinein bei der Lese höhere Öchselgrade, also automatisch eine höhere Qualitätsstufe. Auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, kurz vor der Lese die grüne Lese zu machen. Das heißt dann, dass Trauben, die befallen sind, zum Beispiel mit Oidium, dass diese abgeschnitten werden, weil Oidium gibt einfach einen Fehlton im Wein. Und das sind Möglichkeiten, einfach um die Qualität zu verbessern der Trauben und letztendlich auch der Weine, die dann aus den Trauben hergestellt werden. Punktgenau gelandet bei 45 Sekunden. Dominik, in Ordnung? Ja. Auch an der Stelle sei wieder gesagt, dass das Jahr der Rebe ist sehr lang. Das war der wichtige Abschnitt, wo es um die Trauben geht, ne? Ja, sehr gut. Sandra, jetzt geht es um die Vermarktung. Erläutern Sie die wichtigsten Absatzwege heimischer Weine. Ja, also zum einen ist ein Absatzweg auf jeden Fall, dass die Konsumenten bei uns direkt ins Weingut kommen. Das heißt, die Leute kommen nah und fern direkt ins Weingut und kaufen direkt beim Winzer die Weine. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, unsere Weine auf Messen vorzustellen, sodass wir zum Beispiel auf einer großen Messe in München wirklich auch mehr Besucher bekommen, auch aus dem Ausland. Teilweise reisen die extra an, um in München die Messe teilzunehmen. Und da haben wir auf jeden Fall den Absatz. Auf der anderen Seite, was jetzt durch Corona wirklich extrem zugenommen hat, ist der Postversand. Durch den Postversand haben wir die Möglichkeit, alle Menschen auf der Welt zu erreichen, also auch im Ausland, sei es Österreich, Italien oder China. Pfälzer Wein geht um die Welt. And now, as you know, the last question will be in English. Lea, it's your turn. You are on a promotion tour for Pfalzwein in Canada. A woman tells you that she has tasted a muscatella lately and thought it was delicious. She wants to know more about the variety. What do you tell her? You understood everything? Yes, I understood everything. Then you can start. Yes, so muscatella is a white variety. It is a bouquet Rebs variety, so it has a lot of aromas. You can smell the aromas in the glass, and muscatella often tastes like pineapple, melon, but also a little bit like lemon. So it is a wine which is often written in a stainless steel tank. So it's normally easy drinking wine, and you find it often created as a sweet wine or a medium sweet wine. Muscatella is a variety which normally has a lot of has a high sugar level, so you normally get a high quality of the wine. Very nice. Lea sieht glücklich aus und sehr gut. Hanna, du hast es geschafft. Das war vermutlich der schwierigste Teil des Abends, deine Fachbefragung. Vielen Dank an Hanna Spieß. Ja, und vielen Dank natürlich auch an unsere Bühnenjury, dass ihr die Fragen gestellt habt von Pfalzwein, von unserer Jury hier im Saal. Das war auf jeden Fall schon mal spannend. Dominik, wie hat es dir gefallen? Mir hat es super gut gefallen. Der Wissensstatus ist sehr hoch. Mhm. Ja, es gab keine Rückfragen, das war wohl okay, ne? Sehr hohes Level.
hier. Ja. Also es wird spannend. Ja, ich glaube, manchmal muss man sagen, diese 45 Sekunden, die sind schon hart, aber genau das ist die Herausforderung. Ja. Sehr schön. Ihr seht alle zufrieden aus. Das ist gut. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Euch drei sehen wir natürlich später nochmal wieder. Dominik, du darfst im Publikum wieder Platz nehmen und dann musst du später mitwählen und hast eine schwierige Entscheidung vor dir. Dafür vielen Dank. Und nun, liebes Publikum hier im Saal, machen wir eine kleine Pause. Die Jungs vom DJ Boogaloop werden jetzt gleich hier für Sie auflegen. Allerdings, während dieser Pause, geben Sie mir noch eine Sekunde, passiert etwas ganz Wichtiges. Sie sehen auf Ihren Tischen Gläser, die bereits eingedeckt sind. Da steht drauf Blindprobe. Diese Gläser werden wir Ihnen während der Pause jetzt zum ersten Mal füllen. Und danach schauen Sie bitte, dass Sie Ihr Glas an sich nehmen und gut darauf aufpassen. Ja? Wer auch weiter an der Blindprobe teilnehmen möchte, nicht nur beim ersten Wein, der sollte bitte auf sein Glas Acht geben. Also, gleich geht es los. Ein wichtiger Hinweis noch, wir machen 15 Minuten Pause und danach bitte ich Sie, alle wieder Ihre Plätze einzunehmen, damit wir uns wieder hier auf das Geschehen auf der Bühne konzentrieren können. Und jetzt viel Spaß mit den Jungs von DJ Boogaloo. Yeah.
liebes Publikum hier im Saal, es ist der Moment gekommen, an dem ich Sie ganz eindringlich bitten möchte, Ihre Plätze wieder einzunehmen, damit wir jetzt in den lockeren Teil, in den Showteil des heutigen Abends starten können. Und vor allem, ich sehe, dass die Gläser gefüllt sind, kommt jetzt auch der Teil mit der Blindverkostung. Und Sie dürfen natürlich auch gerne schon zum Glas greifen, versorgen Sie sich. Trinken Sie den Wein aber bitte noch nicht leer, denn es dauert noch so ein kleines bisschen, bis wir ihn dann auch hier auf der Bühne besprechen werden. Aber machen Sie sich mit dem Wein doch einfach schon mal vertraut, riechen Sie schon mal ein bisschen dran, lernen Sie ihn kennen und dann wird es ganz spannend, welche Tipps hier bei Ihnen am Tisch abgegeben werden, was sich da im Glas verbergen könnte. Ja, bevor wir zu dieser Blindverkostung kommen, möchte ich jetzt noch mal eine auf die Bühne bitten, die so ziemlich genau vor einer Woche auch hier oben stand und sich selbst einer Blindprobe stellen durfte. Und das ist unsere frisch gekürte deutsche Weinprinzessin Lea Basler. Liebe Lea, da bist du nochmal, das muss jetzt natürlich nochmal sein, dass du nochmal zu uns kommst. Du hattest ja letztes Jahr zusammen mit deinen Mitstreiterinnen zum ersten Mal die Aufgabe, hier diese Blindverkostung zusammen mit dem Publikum zu machen. Ja. Habt ihr gedacht, ach nee, warum wir jetzt als Erste oder wie habt ihr euch gefühlt? Wir waren ja in vielen Dingen die Ersten, also auch bei der Fachbefragung waren wir ja die Ersten, wo die Pfalzwein gedacht hat, das probieren wir mal aus. Ja. Aber ich glaube, im Vergleich zur Fachbefragung waren wir bei der Blindverkostung dann doch relativ entspannt, weil ich immer wieder versuche, auch mit auf den Weg zu geben. Natürlich ist es toll, wenn man es schafft, den Wein zu erraten, aber letztendlich interessiert uns alle doch, wie die Kandidatinnen den Wein beschreiben, auf welche Aromareise sie uns mitnehmen. Und was sie aus den Weinen herausriechen, denn letztendlich ist Wein ja auch immer ein individuelles Thema. Und es gibt natürlich Sortentypizitäten, aber in der Blindprobe kann man sich daran eben nicht orientieren. Und dann ist es auch spannend mal zu sehen, wie ein Wein, den man sortentypisch kennt, sich ganz anders präsentiert. Und auf dieser Bühne ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist alles anders, ja. Auf den Lösungsweg kommt es an, genau. So könnte man es auch sagen. Und letzte Woche bei der Wahl der deutschen Weinkönigin, da hattet ihr ja auch eine Blindprobe zu meistern. Die war jetzt ein bisschen komplexer, weil ihr wusstet auch nicht, aus welchem Anbaugebiet. Das war von den Rebsorten her komplett offen. Wie lief das so? Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns alle im Finale jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also, doch. Also ich fand nicht mit Ruhm beklettern, was das Endergebnis angeht, aber der Weg dahin, glaube ich, hat einfach gezeigt, dass so eine Blindverkostung zum einen unheimlich schwer ist, sehr fordernd ist, gerade auf so einer Bühne, das Licht ist anders, man nimmt den Geruch alles anders wahr, wenn der Wein zu kalt ist, können Aromen nicht im ersten Moment rauskommen, dann hat man nur eine sehr kurze Zeit, um die Aromen zu erschmecken. So ist es. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, wenn man den Wein sehr schön beschreibt und die Leute das nachvollziehen können und die Leute das auch nachempfinden können. Ich glaube, dann sind sowohl all unsere Gäste und auch die Jury relativ zufrieden mit den Weinbeschreibungen, auch wenn dann das Endergebnis eventuell falsch ist. Denn Hauptsache, es schmeckt doch und wir haben Spaß dabei, die Weine zu verkosten. Und das hast du getan und du hast die Jury überzeugt, vollkommen zu Recht. Ja, das war wirklich beeindruckend, dazu zu schauen. Und jetzt, ja, den Applaus hat sie verdient. Und jetzt hast du die Krone der deutschen Weinprinzessin in die Pfalz geholt. Alle sind total stolz auf dich. Was hast du jetzt in dieser einen Woche schon alles erlebt? Tatsächlich war das relativ wenig. Also wir haben jetzt die letzten zwei Tage hatten wir Fotoshooting und erstmal ein Briefing, also ein Vorbereitungsseminar DWI. Macht man so nebenbei, ne? Macht man so nebenbei. Ja, also es war auch ein Switch zwischen deutsche Weinprinzessin Vorbereitung, dann hierher Generalprobe, jetzt hier Wahl. Es ist natürlich alles ein bisschen mehr und es kommt natürlich einiges noch auf uns zu. Ja, weißt du schon so ein paar Highlights? Also ein paar Highlights, wir hoffen natürlich alle, dass wir es wie die jetzt ehemaligen deutschen Weinhoheiten es geschafft haben, wir alle auch mal einen Blick ins Ausland erhaschen dürfen, uns einfach mal nicht nur vom Hörensagen inspirieren lassen, sondern auch von der Kultur selbst. Aber worauf ich mich, glaube ich, wirklich am meisten freue, ist, die 13 Anbaugebiete zu besuchen. Ja, das ist denn toll. Wann kommt man mal so nah in Verbindung mit den Gebieten, die man repräsentiert, mit den Weinerzeugern, die man repräsentieren darf? Und ich finde, wenn man eine große Verantwortung in die Hand gelegt bekommt, sollte man auch alles tun, um diese Verantwortung überhaupt richtig
wirklich kennenzulernen, ja, und sich da voll und ganz auf alles einzulassen, um dann auch als Sprachrohr zwischen Winzern, Konsumenten und auch in gewisser Weise auf der politischen, gesetzlichen Ebene einfach als Sprachrohr zu fungieren und zu schauen, wo kann man vielleicht Kommunikationsstütze geben. Das ist ein Spannungsfeld, in dem du dich bewegen wirst, aber du hast es jetzt schon ein Jahr lang mit Bravour geübt und ich glaube, wir können alle ganz glücklich sein, dass ein echtes Pelzermädel draußen für uns unterwegs ist. Vielen Dank, liebe Lea, du bleibst jetzt natürlich hier, denn jetzt geht's los. Jetzt kommen wir zur Blindverkostung und beim ersten Wein ist es so, da steht er schon, du weißt Bescheid, was es ist. Ich weiß zum ersten Mal, seit ich hier bei der Kandidatur der Pfälzischen auf der Bühne stand, welcher Wein mich erwarten wird im Glas. Ist auch mal schön, ne? Ist schön und vor allem ist schön, jetzt mal auch wirklich einen Fachmann zu testen, denn man hat es ja auch bei der Wahl der Deutschen gemerkt, selbst so mancher Sommelier kommt an seine Grenzen bei der Blindverkostung. Von daher ist es eine Riesenaufgabe, die wir hier den Kandidaten stellen und ich bin ganz gespannt, wie unser Gast und Unterstützer dieser Aufgabe meistern wird. Lea hat es angedeutet, denn auch in diesem Jahr lassen wir die Kandidatinnen hier auf der Bühne bei der Verkostung natürlich nicht alleine, sondern wir haben wieder fachkundige Unterstützung für sie organisiert. Und in diesem Jahr ist der Herr wirklich jemand, der sich mit Verkostung wahrscheinlich besser auskennt als jeder andere, denn er ist der Tasting Director des Meininger Verlags. Hier ist Christian Wolf. Komm zu uns. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Viele von Ihnen hier im Saal werden dich natürlich kennen, das ist klar. Was ist denn so deine Rolle als Tasting Director? Ja, ich bin jetzt seit knapp 8,5 Jahren der Verkostungsleiter, wenn wir es ins Deutsche übersetzen wollen, im Meininger Verlag. Wir organisieren zahlreiche professionelle Weinverkostung, Blindverkostung, ganz wichtig, ohne dass man irgendwie weiß, das ist jetzt ein Wein von dem und dem Winzer. Das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen langweilig. In Summe verkosten wir tatsächlich über 25.000 verschiedene Weine und Spirituosen jedes Jahr. Oh ja. Ja, und da, wo Sie heute Abend hier einen hoffentlich sehr entspannten Abend gerade verleben, saßen vor knapp 8 Wochen noch 140 internationale Weinexperten, die wir aus 40 Ländern der ganzen Welt eingeflogen haben und die hier an 4 Tagen sehr hart arbeiten mussten und Weine blind verkosten durften. Ja, also das sind beeindruckende Zahlen, ein sehr aufregender Job, den du da hast. Natürlich viel Kontakt mit dem Produkt, viel internationaler Kontakt und das darf man vielleicht auch mal sagen. Wir können sehr glücklich sein, dass der Meininger Verlag ausgerechnet hier in Neustadt, ausgerechnet in der Pfalz sitzt und dass wir durch euch diese internationalen Kontakte hier ins Gebiet holen. An dieser Stelle ein kleiner Gruß, ich sehe ihn an Christoph Meininger und ein Glückwunsch, denn der Meininger Verlag feiert sein 120-jähriges Bestehen dieses Jahr. Ja. Jetzt ist es ja so, Christian, ihr feiert Jubiläum, die Weinkönigin auch so ein bisschen mit der 85. Und es gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Meininger Verlag und Weinkönigin, nämlich den Gründer. Das stimmt. Der Gründer des Meininger Verlags, der Daniel Meininger, war auch damals einer der Initiatoren, die Pfälzische Weinkönigin ins Leben gerufen haben. Ja, und auch heute seid ihr dem Amt verbunden, oder? Das kann man sagen. Genau, definitiv. Lea weiß das. Ich glaube, die Einladung hast du schon. Wir nutzen natürlich die Chance, dass wir hier in Neustadt so großartige Repräsentantinnen für den Pfälzischen Wein auch einfach jedes Jahr haben und erlauben uns dann tatsächlich auch die Weinmajestäten zu unseren Verkostungen einzuladen. Sei es jetzt demnächst unser Burgunderpreis, wo wir uns mit Weißburgunder und Grauburgunder und Chardonnay beschäftigen. Ja, das wäre eine Chance. Ist immer toll, weil auf der einen Seite die Repräsentantinnen bringen unglaublich viel Know-how mit, das glaube ich, hat uns alle jetzt heute Abend auch schon so ein bisschen beeindruckt, wie viel Wissen da einfach vorhanden ist bei jungen Damen, die irgendwo zwischen 20 und knapp 30 sind. Und klar, auf der anderen Seite geben wir natürlich dann auch gerne diese Chance, dass man die Weine blind verkosten kann, dass man Erfahrung sammelt, weil ich glaube, jeder, der in seinem Leben behaupten würde, ich habe schon alles probiert, was es auf der Welt gibt, der tut nur eins, der lügt, ja, weil alles Wissen wird man nie tun, das gilt für Wein wie fürs Leben. Wenn es aber einer kann,
dann bist es du. Und deswegen wollen wir das jetzt testen. Später wirst du als Mastermind den Kandidatinnen zur Seite stehen, dann weißt du, welcher Wein im Glas ist. Aber beim ersten Wein dachten wir, das wäre jetzt langweilig. Wir wollen auch mal sehen, wie macht der Christian das und findest du vielleicht raus, was hier in den Gläsern ist. Ich würde sagen, wir machen natürlich mit Lea. Schauen wir mal. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Ja, und dann schauen wir mal, wie du das machst. Leg mal los, ja? Ja, Sie haben einen riesen Vorteil. Sie konnten den Wein jetzt schon mal kennenlernen. Ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal im Glas. Auf was achtet man bei einer Verkostung? Sie alle werden in Ihrem Leben schon ganz viel Weine verkostet, getrunken, probiert haben. Klar, man achtet immer so ein bisschen auf die Farbe am Anfang. Lea hat es aber eben schon ganz toll gesagt, hier auf der Bühne haben wir gerade kaltblaues Licht, also es ist unglaublich schwer, die Farbe zu bewerten. Und das Nächste, klar, was einen interessiert, wie riecht der Wein? Das interessiert uns jetzt, was riecht die Nase des Tasting Directors? Also er ist ganz toll fruchtig, ganz viele Früchte, die einen direkt so, ich sag mal, anspringen irgendwo, das ist ganz toll. Ja. So gelbe Früchte, ein bisschen Exotik mit drin. Ich finde das unglaublich spannend in der Nase, richtig schön. Sehr viel Primärfrucht, also es wird wahrscheinlich ein junger Wein noch sein. Ja. Lea muss immer sagen, ob das stimmt, ne? Ja, also definitiv. Also jung, ausdrucksstark, da hast du dich, würde ich sagen, schon sehr gut in der Nase drauf hingearbeitet. Und jetzt interessiert natürlich auch noch alle, was der Profi schmeckt in diesem Wein. Bin ich auch gespannt jetzt. Dann gucken wir mal, was der Gaumen von Christian Wolf zu diesem Wein sagt. Die Frucht, die findet sich auch im Gaumen wieder, über den retronasalen Kanal, wie es so schön heißt. Ne? Sehr gut. Irgendwann mal gelernt. Das können jetzt alle mal googeln, die es nicht verstanden haben. Genau, das, was man dann über den Mund, dann über die Nase noch schlussendlich wahrnimmt. Es ist toll, er ist schön balanciert. Ich finde, er hat so ein bisschen eine ganz leicht schmeckbare Süße, ist aber nicht, ist immer noch trocken. Das tut ihm unglaublich gut, das puffert so die Säure ein bisschen, die er hat. Er scheint dir zu schmecken. Das ist schon mal gut, aber wir wollen wissen, was es für eine Rebsorte ist, du. Ich muss aber auch. So, jetzt kommt die große Frage. Jetzt kommt die große Frage. Ich meine, du hast es schon erwähnt, er ist sehr saftig, er hat so einen richtigen Saftzug, auch eine schöne Säure, wie du es erwähnt hast. Jetzt ist natürlich die große Frage, was schwebt dir im Kopf vor? Wo würdest du das hin assoziieren? In welche Richtung bewegen wir uns? Oder vielleicht sogar direkt, dass du sagst, ist mir sofort klar, in welche Richtung das geht. Also eine Schwierigkeit, die du letzte Woche hattest, haben wir ja hier Gott sei Dank nicht. Ich gehe von aus, bei der Wahl der pfälzischen Weinkönigin werden wir Pfälzerweine verkosten. Ja. Es ist hoch aromatisch, es ist eher so eine aromatische Rebsorte vermutlich. Das heißt, es wird irgendwo in so eine Richtung Sauvignon Blanc vielleicht gehen. Okay. Wobei er hinten eine schöne Säure auch hat, die man vielleicht irgendwo auch so ein bisschen vom Riesling kennen könnte. Also ich tue mir schwer und würde einfach sagen, es ist ein Sauvignon Blanc. Okay, dann Christian, jetzt wollen wir es alle wissen, oder? Ja. Also so kann man einen Wein ausführlich beschreiben, so nimmt man sich ein Glas Wein ganz professionell vor und so wird Christian das dann später auch zusammen mit den Kandidatinnen machen und jetzt darfst du selbst enthüllen, welche Rebsorte verbirgt sich hier in der Flasche, welchen Wein haben Sie alle auch im Glas? So. Kann man das sehen? Cabernet Blanc. Ah, so. Lea, löst einmal auf. Genau, also wir haben im Glas einen Cabernet Blanc und ich muss sagen, das ist ein bisschen fies, weil es ist ja eben eine Piwi-Rebsorte, also da mal drauf zu kommen, dass wir uns sowas einfallen lassen. Aber du warst natürlich sehr nah dran, diese Piwi-Sorte erinnert in der Aromatik an den Sauvignon, in der Säure an den Riesling und man sieht, wenn man sich nur auf das klassische Sortenprofil fixiert, dann kann man eben mal sowas verwechseln, aber ich finde, die Herleitung war perfekt und du hast es eigentlich beschrieben und ich bin sehr zufrieden und vor allem der Wein schmeckt, glaube ich, allen, kommt einer breiten Masse zugute und das war sehr schön. Das Siegel hast du. Vielen Dank, liebe Lea. Ja, war eine Herausforderung, aber ich glaube, er hat es schon sehr gut gemacht, der Lösungsweg, der hat gestimmt. Vielen Dank, Christian, bis hierher und wir sehen dich dann später immer bei unseren Blindverkostungen wieder und vielen Dank auch an Lea Basler. Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, so läuft es bei der Blindverkostung ab. Das war jetzt auch für Sie eine kleine Einführung, wie ein Verkostungsleiter sich an einen Wein ranmacht. Und Sie merken jetzt auch schon im Publikum, der nächste Wein wird direkt ausgeschenkt. Machen Sie sich mit ihm vertraut, aber warten Sie noch ein bisschen, bis wir dann auch soweit sind hier auf der Bühne. Jetzt widmen wir uns natürlich wieder den Hauptfiguren des heutigen Abends. Hier sind sie wieder, in der gleichen Reihenfolge, wie sie auch für vorhin ausgelost wurde. Freuen Sie sich auf Charlotte Weil aus Gönnheim, auf Laura Götze aus Weyer und auf Hanna Spieß aus Alsdorf. Die Fans sind immer noch genauso wild wie vorhin, aber ihr seht so ein bisschen entspannter aus. Wie geht's euch denn jetzt, Hanna? Auf jeden Fall entspannter. Die ganzen Emotionen sind jetzt draußen, würde ich sagen. Und jetzt kann der gemütliche Teil beginnen. Sehr gut. Gab's ein Gläschen Sekt, Laura? Für dich schon, Laura, bei dir auch? Nein, ich musste tatsächlich, wenn ich das einfach mal so frech sagen darf, ganz dringend auf Toilette. Und zwar schon bevor ich auf der Bühne vorhin war, habe ich schon gesagt, jetzt muss ich noch kurz aushalten. Und dann ging es flott nach oben. Das ist schon ein aufregender Abend, gell? Ja, sehr. Charlotte, was wir jetzt schon gemerkt haben, ihr seid super gut vorbereitet. Und es ist so, dass Pfalzwein euch da auch wirklich an die Hand nimmt. Was habt ihr denn so in der Vorbereitung jetzt alles gemacht? Genau, wir durften die unterschiedlichsten Seminare wahrnehmen. Es ist noch gar nicht so lange her, circa 2 Wochen, wo wir ein Seminar hatten, wo vor allem das Thema Sensorik und Food Pairing im Mittelpunkt stand. Und es war wirklich super spannend. Wir hatten verschiedene Komponenten, sei es zum Beispiel ein Fleisch einmal ungewürzt, einmal mit Gewürzen. Und dazu haben wir die verschiedenen Weine probiert. Und es ist faszinierend, wie sich der Geschmack einfach direkt verändert und wow, hat große Freude bereitet. Das ist eine tolle Gelegenheit, ja, sowas machen zu dürfen hier in der Vorbereitung. Laura, kannst du auch noch was berichten? Ja, definitiv. Also wir hatten 2,5 Tage Lauf- und Medientraining, denn so auf die Bühne zu laufen und zu winken, das möchte natürlich gelernt sein. Ja. Und das war wirklich sehr spannend und ich muss sagen, wir haben unglaublich viel über uns selbst gelernt während dieser Zeit. Und sind natürlich auch noch mal als Gruppe enger zusammengewachsen. Ja, das ist sehr, sehr intensiv und so geht ihr aber gestärkt eben auch auf diese Bühne. Hanna, auch du kannst uns, glaube ich, noch was berichten. Es gab noch mehr, oder? Ja, genau. Wir hatten auch einmal ein Seminar Lerne Englisch, weil, ich sage mal, wir drei, das kann ich jetzt auch ehrlicherweise zugeben, wir sind eher so die Englisch-Anfänger und deswegen das für uns wirklich sehr gut, nochmal unser Englisch aufzufrischen. Und uns hat es auf jeden Fall weitergeholfen, vor allem auch für die Englischfrage. Das muss gelernt sein, würde ich sagen. Das hatte man aber nicht gemerkt. Also das habt ihr sehr, sehr souverän gemacht. Ich weiß, die Aufregung geht dann auch noch mal deutlich nach oben, wenn man auf einmal die Sprache wechseln muss. Aber da habt ihr euch absolut souverän durchlaviert. Was war denn so die Herausforderung jetzt bei der Fachbefragung? Welche Frage fandet ihr am schwierigsten? Laura, kannst du es sagen? Aber tatsächlich kann man das gar nicht jetzt so arg pauschalisieren, weil vor jeder Frage ist man anders nervös. Ne? Vor der Englischfrage, andere Sprache und dann natürlich sind es eben auch die verschiedenen Kategorien. Was kommt jetzt bei der Pfalzweinfrage, was kommt bei der Önologie und was bei der Tourismus? Es gibt einfach so viele verschiedene Themen, die drankommen könnten. Da kann man eigentlich nur gleich aufgeregt sein vor jeder Frage. Okay, also alle Fragen waren irgendwie fordernd. Da könnt ihr zustimmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es geht fordernd weiter, allerdings jetzt ein kleines bisschen lockerer, denn klassisch im Showteil kommen wir zu unseren Spielrunden, bei denen es vor allem um das rhetorische Geschick, aber auch so ein bisschen um das gewisse Etwas der Kandidatinnen geht. Und wir starten jetzt einfach direkt mit der ersten Kandidatin in der Spielrunde und das ist Hanna Spieß. Ja. Liebe Hanna. Der Fanblock von Hanna ist wieder sehr aktiv. Ja, aber
finde ich auch schön auf jeden Fall, dass es so aktiv sind. Ist ein tolles Gefühl, gell? Ja. Du warst natürlich auch vorher, bevor du Weinprinzessin der südlichen Weinstraße warst, noch Weinprinzessin in Duttweiler. Und ich glaube, da nimmt man natürlich dann auch so einige Unterstützer mit. Ja. Gab es da irgendwelche verrückten Sachen, die du erlebt hast in dieser Amtszeit? In Duttweiler. Also ich muss ehrlich sagen, als ich als Duttweilerer Weinprinzessin angetreten bin, habe ich gedacht, die Wochenendfamilie, ja, was... Mit den Leuten ist man halt unterwegs. Oh, aber das ist was ganz anderes. Es ist ein wundervolles Gefühl, mit der Wochenendfamilie unterwegs zu sein. Es ist einfach wirklich eine Familie geworden in dem Jahr und ich vermisse euch. Naja, vielleicht wird sich jetzt die ein oder andere Gelegenheit zu gemeinsamen Terminen auch wieder übergeben. Aber vorher hast du jetzt ein paar Spiele zu spielen. Ja. Und wir starten jetzt mit dem ersten Spiel. Ihr wisst natürlich nicht, um was es geht. Wir haben das so ein bisschen geprobt, aber der Inhalt, der ist unklar. Und ich darf dir jetzt zum ersten Mal den Titel unseres ersten Spiels verraten. Wir nennen es die Weinempfehlung. Okay. Und worum es in diesem Spiel gehen wird, das siehst du jetzt erstmal in einem kleinen Video. Ich bin Matthias Mangold. In meiner Firma Genusstour in Fähningen veranstalte ich Weinseminare und Kochkurse. Und heute koche ich drei verschiedene Gerichte für die Kandidatinnen, für euch, zur Wahl der Pfälzer Weinkönigin. Und ich bin gespannt, was ihr euch zu diesen Gerichten an Wein auswählen werdet. Okay. Okay, also die Aufgabenstellung ist damit schon ein bisschen da. Ja. Es geht um Weinempfehlungen. Es geht darum, ein Gericht wird gekocht und du darfst aussuchen, was dazu passt. Das machst du allerdings nicht alleine. Du hast zwei Spielpartnerinnen an deiner Seite und das ist jetzt keine Überraschung. Das sind Damen, die sich auf jeden Fall gut auskennen mit dieser Wahl. Denn wir begrüßen jetzt wieder auf der Bühne Lea Basler und Sandra Eder. Ihr Lieben, habt alle Unterlagen dabei, die wir für das Spiel brauchen. Das ist richtig? Ja. Sehr gut. Auch den grünen Umschlag. Nein, aber wir machen das ohne Grünen. Dann bitte ich euch, den jetzt noch schnell zu holen, während gleich das Video läuft. Wo liegt der denn, liebe Mit Janine? Der gelben Kiste. Das ist jetzt kleine Info. Ich bin sofort wieder da. Ich sah nur, da fehlt was und genau, du wirst ihn finden. Also. Das ist der Charme, wenn man Dinge live macht. Ja, so ist da das eben. Da sind wir eben ein bisschen spontan. Sie hat da ist er. Sehr gut. Ihr dürft das noch bei euch behalten, aber es ist wichtig, dass es gleich da ist. Jetzt kommen wir zurück zu dir. Du hast zwei Spielpartnerinnen und die werden gleich die Rolle von Restaurantgästen einnehmen. Das heißt, wir zeigen dir gleich das Gericht und danach sind Lea und Sandra deine Restaurantgäste, die sich auf eine Weinempfehlung von dir freuen. Es gibt dann außerdem eine fiktive Weinkarte, die wir hier einblenden werden nach dem Video und die du auch noch mal in die Hand bekommst, von der du Weine auswählen darfst. Mhm. Okay? Alles klar. Das war die Erklärung des Spiels. Ihr habt jetzt auch schon mal zugehört für später. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das erste Gericht ist, das Matthias Mangold für dich gekocht hat. Wir haben jetzt einen Klassiker, und zwar einen Wolfsbarsch auf der Haut gebraten, mit ein bisschen Salz in der Pfanne drin. Dazu gedämpfte Kartoffeln und Sauerkraut. Das ist verfeinert mit ein paar Gewürzen wie Lorbeer, Piment und Wacholderbeeren. Verfeinert auch mit einem Schuss Sahne und aufgepimpt mit ein kleines bisschen Gin. Okay. Hier siehst du noch einmal das Gericht, du siehst die Zutaten und hier ein kleiner Hinweis. Sie haben gesehen, wir haben den Teller sehr minimalistisch angerichtet. Matthias hat das absichtlich so gemacht, dass du dich auf die Zutaten konzentrieren kannst, dass du eben noch mal deutlich gesehen hast, was ist drauf auf diesem Teller. Nun darfst du einmal rübergehen und bekommst in die Hand deine fiktive Weinkarte, die du jetzt erstmal so ein bisschen studieren darfst. Denn, ne, sie muss sich erstmal vertraut machen, was gibt es. Sie im Saal sehen natürlich auch, welche Weinempfehlungen aus der Pfalz schlagen wir vor zum Wolfsbarsch von Matthias Mangold. Und jetzt wird es ganz spannend, denn während Hanna noch so ein bisschen die Weinkarte studiert, dürftet ihr als Restaurantgäste jetzt auch langsam Durst bekommen, oder? Definitiv. Wir haben jetzt zugesehen, wie das Essen zubereitet wurde. Ich habe schon mal Hunger bekommen. Wie schaut es bei dir aus? Definitiv. Also ich muss sagen, Food und Wine Pairing ist immer eine sehr schöne Aufgabe. Man kann sehr kreativ sein und sowohl Koch als auch Gast können sich immer super austoben. Und dann, liebe Hanna, bist du durch? Hast du einmal alle gelesen? Ja.
was wir so auf der Karte haben. Genau, also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Weine, von weiß zu rot ist ja alles dabei. Und ich glaube, ich habe den passenden Wein für euch gefunden. Den würde zum Beispiel ich gern dazu trinken. Also, wir haben uns hier auf der Karte bei Ihnen im Restaurant den Wolfsbarsch ausgesucht. Klingt total lecker. Jetzt ist meine Frage, welchen Wein würden Sie uns dazu empfehlen und warum passt genau dieser Wein? Ja, gerne empfehle ich euch den passenden Wein zu eurem leckeren Essen. Also ich würde sagen, zu einem Wolfsbarsch passt meiner Meinung nach guten Weißwein. Hier haben wir einige zur Auswahl. Ich würde jetzt zum Chardonnay trocken tendieren, da es ein sehr eleganter und mineralischer Wein ist. Und ich finde, der passt einfach perfekt zum einen zu dem Wolfsbarsch, aber zum anderen auch zum Sauerkraut und zu den Kartoffeln. Ich finde, es ist einfach ein perfektes Bindeglied zwischen den drei Komponenten von dem Essen, das einfach eine Harmonie dann gleichzeitig gibt durch den leckeren Chardonnay trocken. Sandra, du wärst da glücklich, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das klang super, nur leider kann ich dem Chardonnay so gar nichts abgewinnen. Okay. Haben Sie denn vielleicht noch eine Alternative für mich, die ich dazu trinken könnte? Sind Sie denn eher für Rotwein oder eher für Weißwein oder sind Sie in dem Fall dann noch offen? Och, an sich bin ich offen. Ich würde mich mal auf Ihre zweite Wahl verlassen. Okay. Das kommt vor im Restaurant, dass die Gäste zwar verstehen, aber vielleicht was anderes wollen, ne? Ja, also als Rotwein würde ich noch den empfehlen, den Spätburgunder trocken, also wenn man den Rotwein ausprobieren möchte. Ich finde nämlich, der Spätburgunder ist auch ein eleganter Wein, ist komplex, hat nicht zu viel Tannine, also übertrumpft nicht zu arg das Sauerkraut und gleichzeitig auch den Fisch. Und ich denke, auch der würde perfekt zum Fischgericht passen und gibt einfach mit seinen fruchtigen Noten, die der Spätburgunder hat, einfach ein super tolles Gericht dann gemeinsam. Das Beide klingt glücklich? Auf jeden Fall schon mal mehr nach meinem Geschmack. Ich bin sehr gerne in Frankreich unterwegs, Rotweine da natürlich sehr beliebt. Eine kleine Nebenfrage noch. Ich sehe da auch, Sie haben einen Syrah auf der Karte stehen. Jetzt kenne ich den nur aus Frankreich. Wie würden Sie denn sagen, kann man den auch in der Pfalz gut trinken? Natürlich, unsere Pfalz, die kann alles. Also wir sind einfach von den Rebsorten Vielfalt als auch von den Böden. Da haben wir einfach ein breites Spektrum. Und unsere Winzer, die bemühen sich immer mehr auch mal, ich nenne es mal ausländische Sorten anzubauen, einfach um das Spektrum noch zu erweitern. Und deswegen natürlich, wenn Sie mal Syrah probieren wollen, probieren Sie den Syrah auf jeden Fall auch bei uns in der Pfalz. Denn die Pfalz, die kann's. Hanna Spieß kann auch Vielen Gäste Dank. Im Restaurant glücklich machen. Das hat sich sehr gut angehört. Ihr seid glücklich mit den Empfehlungen. Ich werde glücklich an diesem Abend nach Hause gehen. Okay. Also ich würde sagen, Aufgabe top gelöst. Und das ist eine Herausforderung, in der kurzen Zeit die ganzen Weine zu studieren und dann eben so fachkundig zu antworten. Ganz wunderbar gemacht. Liebe Hanna, du darfst die fiktive Weinkarte jetzt auch wieder abgeben. Schade. Ich nehme die mal. Aber deine Spielrunde, die ist noch nicht vorbei. Wir gehen so ein kleines bisschen weiter nach vorne. Auch das ist eine Tradition, die wir im letzten Jahr angefangen haben. Auf dieses doch eher fachliche Spiel. Ich glaube, du bist auch froh, es geschafft zu haben, oder? Nee, also ich muss sagen, ich fand es jetzt echt entspannend zu wissen dann, um was es geht. Ich finde, in dem Spiel kann man auch gut so seine Meinung repräsentieren und ja. kann halt auch zeigen, was man an Fachwissen hat. Und ich fand es jetzt ein ganz angenehmes Spiel, aber ich freue mich auf die Partneraufgabe. Ah. Ich freue mich auf meinen Partner. Sehr gut, denn jetzt, das war das eher fachliche Spiel, wo Sie als Publikum ein bisschen zuhören durften. Und jetzt kommt ihr da oben, denn jetzt kommt unser Fanspiel. Und beim Fanspiel ist es ausdrücklich das Ziel, dass Hanna hier auf der Bühne nicht alleine ist, nicht nur einen Partner an ihrer Seite hat, sondern euch alle im Rücken hat. Ihr dürft sie lautstark unterstützen. Wir hatten hier mal eine Veranstaltung, da hatten die Kandidatinnen keine Chance mehr, das Quiz selbst durchzuführen, weil das Publikum so laut war. Deswegen haben wir einfach gesagt, naja, dann machen wir das jetzt jedes Jahr so. Die Fans dürfen ganz gezielt mitraten, weil Pfälzer, die sind manchmal gerne laut und deswegen wollen wir das so. Du hast dir einen Spielpartner ausgesucht. Moment, Moment, Moment. Wir brauchen noch den Spielpartner hier auf der Bühne. Liebe Altdorfer, liebe Duttweiler, es geht noch nicht los. Wer ist denn dein Partner hier oben? Mein Spielpartner ist mein Papa. Okay, Wolfgang Spieß kommt zu uns auf die Bühne. Wir schaffen das.
Herzlich willkommen. Sie dürfen einmal hier neben Ihrer Tochter Platz nehmen. Ein Mikro gibt's auch. Und das ist so eine schöne Familienerinnerung, die gerade entsteht, oder? Jawohl, wir halten nicht mehr zusammen. Sehr gut. Das macht ihr auch gleich jetzt, wenn wir zu unserem Spiel kommen. Wir haben weiterhin Sandra und Lea hier mit auf der Bühne. Ihr habt die Stifte gezückt, denn ihr werdet die Jury sein bei diesem Spiel. Und es geht darum zu zählen, wie viele richtige Begriffe gleich fallen. Auch hier weißt du noch nicht, was kommt. Wir spielen ein Spiel, bei dem es darum geht, erstmal einen Buchstaben im Alphabet zu identifizieren. Wir werden die gleich durchlaufen lassen. Du sagst dann Stopp. Ihr beide sagt gemeinsam Stopp. Ja. Die Uhr wird stehen bleiben bei einem Buchstaben. Zu diesem Buchstaben wiederum blenden wir dann Kategorien ein, zu denen ihr passende Begriffe finden müsst. Okay. Ein kleines Beispiel, der Buchstabe wäre N, die Kategorie ist Stadt an der Weinstraße. Die Antwort lautet, liebes Publikum, Neustadt. Okay, damit haben, glaube ich, alle das Prinzip dieses Spieles verstanden. Ihr habt 60 Sekunden Zeit für die Spielerunde, also man muss schon Gas geben. Und insgesamt gäbe es 16 Begriffe zu erraten, aber das wäre schon ziemlich gut, wenn ihr das schaffen würdet. Ich bin ganz gespannt und deswegen geht noch ein bisschen vor, dass ihr auch gut seht. Und wir starten jetzt erstmal die Rotation der Buchstaben und ihr sagt einfach irgendwann Stopp. Los geht's. Stopp. Das R ist es geworden. Dann schauen wir mal, wir blenden jetzt die Kategorien ein. Und werden jetzt Kategorie 1 für euch aufdecken, sobald die Uhr läuft. 60 Sekunden Zeit ab jetzt. Kategorie 1, Rebsorte Weiß. Riesling. Kibana. Riesling, weiter. Regent. Regent, sehr gut. Ort an der Weinstraße. Rot an der Weinstraße, Rot an der Rebsorte. Rot, super. Eine Weinart mit R. Rotling. Rotling wäre ja auch, ja, Rosé, Rotling, beides gut. Fluss in der Pfalz. Rein! Weiter geht's. Ein deutsches Weinanbaugebiet. Rheinhessen! Rheinhessen, okay. Reblaus! Die wachsen im Weinberg. Reben! Sehr gut. Ausbauweise, wie kann man Wein machen auf zwei Arten? Rosé. Ja. Rot. Wir machen Rot. Weiter. Okay. Eine Weinbergslage mit R. Roter Rosengarten. Ist um. Was hat er gemacht? Roter Rosengarten. Oh, den nehmen wir noch mit, den Rosengarten. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und ihr habt 9 Begriffe geschafft. Nee, Moment, sogar 10. Das ist wirklich eine Reifeleistung. 10 Begriffe in 60 Sekunden. Den Roter Rosengarten nehmen wir mit. Wie sieht es bei euch aus? War das alles korrekt? Wir sind bei stolzen 9 Punkten angekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür, super ja, gemacht. Ja, stimmt. Ich habe falsch gezählt. Ja. Genau, wir hatten 9 Punkte, 10 Kategorien umgedreht. Bei der Kategorie mit dem Ausbaustil wäre zum Beispiel sowas wie reduktiv möglich gewesen. Aber solide gemeistert. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und ich hoffe, im Saal, ihr hattet auch so ein bisschen Spaß beim Mitraten. Vielen, vielen Dank für diese Spielrunde. Vielen Dank, Herr Spieß, das dürfen Sie mir wieder geben. Und dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß im Fanblock. Danke für den Besuch auf der Bühne, Wolfgang Spieß. Und dann sagen wir natürlich auch Danke an euch beide. Danke an Sandra und an Lea und Hanna, du hast deine Spielrunde gemeistert und darfst jetzt erstmal wieder ganz entspannt Platz nehmen. Sehr schön. Bitte schön. Danke euch beiden. Und für euch war das jetzt gut, ihr konntet so ein kleines bisschen zuschauen, das muss man sagen, du warst jetzt die Vorreiterin, aber du hast die Aufgaben wirklich absolut mit Bravour gelöst und ihr wisst jetzt schon zumindest, welche Spiele auf euch zukommen. Der Inhalt wird natürlich immer neu sein. Ja, wir machen auch direkt weiter, denn ich weiß, dass im Saal die Gläser gefüllt sind und das bedeutet, eine Blindprobe steht bevor. Wir wollen Sie da auch nicht zu lange auf die Folter spannen, nicht riskieren, dass die Gläser dann auf einmal ausgetrunken sind, bevor wir hier auf der Bühne zur Blindprobe kommen. Und deswegen bitte ich jetzt für die erste Blindprobe der Kandidatinnen Laura Götze nach vorne.
Laura, was ist leichter? Erst Spielerunde oder erst Blindprobe? Erst Blindprobe, dann hast du es geschafft, gell? Das ist auch gut. Also, das ist schon eine große Aufgabe, der sich die Kandidatinnen hier jetzt stellen. Du hast auch eine Lieblingsrebsorte. Ich habe tatsächlich sogar zwei. Oh, zwei, sag mal. Genau, also ganz oben steht bei mir tatsächlich der Muscateller. Mhm. Einfach einer meiner Lieblingsrebsorten. Tatsächlich eher süß ausgebaut, also eher lieblich oder sogar als Spätlese. Ja. Rebsorte Nummer zwei ist definitiv der Riesling, weil ich einfach finde, wir haben so viele verschiedene und tolle Rieslinge hier bei uns und den dann allerdings gerne trocken ausgebaut. Okay, spannend. Also, ob sowas jetzt im Glas ist, das werden wir gleich sehen. Du darfst raten, aber natürlich hast du einen Spielpartner an deiner Seite und hier kommt er, unser Verkostungsleiter, nicht nur beim Meininger Verlag, sondern heute auch bei der Wahl der pfälzischen Weinkönigin, Christian Wolf. Christian, du verteilst erstmal die Gläser. Sehr vorkommend. Du möchtest auch? Ich habe mir das Spiel mit ausgedacht. Ich freue mich immer, dass ich auch mit verkosten darf. Okay. Aber ich überlasse dir jetzt das Feld. Sehr gut. Ja, lieber Christian, leg los. Laura, viel Spaß beim Weinbeschreiben. Dankeschön. Und wenn du Hilfe brauchst, und ganz am Ende haben wir vereinbart, du darfst eine Frage stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten werde. Alles klar, dann legen wir los. Ja, ich konkretisiere das nochmal. Du darfst aber schon mal anfangen, natürlich den Wein kennenzulernen. Mhm. Es gibt kein Zeitlimit. Wir machen das hier ganz locker. Wir schauen, wie sich das entwickelt. Aber früher oder später muss Laura sich natürlich entscheiden und darf dann Christian noch eine Ja-Nein-Frage zu diesem Wein stellen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr jetzt eure Gedanken mit uns teilt. Ja, also wenn wir einmal uns das Glas anschauen, auch bei den Lichtbedingungen würde ich jetzt sagen, wir haben eine schöne goldgelbe Farbe, schön klar. Wenn wir einmal ins Glas hineinriechen, haben wir deutliche Zitrusnoten, vielleicht auch so einen grünen Apfel. Mhm. Vielleicht noch sowas, so leichte Noten von Pfirsich oder einer Aprikose. Findest du den Wein jung? Ist er ein bisschen gereift? Ist er eher im Holz ausgebaut? Was für eine Richtung geht das für dich? Also Holz würde ich tatsächlich eher ausschließen. Vielleicht, dass es eher schon ein gereifter, ein etwas älterer Wein ist. Mhm. Wollen wir mal probieren? Unbedingt. Ja, also ich würde schon sagen, er hat eine schöne Säure, eine animierende Säure, ja. Hat aber dann doch schon was von einem gereifteren Wein. Mhm. Aber positiv, ne? Ja, das extrem definitiv. Schön. Ich finde das extrem angenehm. Ja. Es hat so eine Frische, ne? Genau, wie man schön kommt nochmal die Zitrusfrucht nochmal schön raus. Also wirklich ein ganz toller Wein, sehr lecker. Okay. So ein bisschen was Cremiges, was. Also wir haben ja vorhin schon gesprochen, es ist manchmal unfassbar schwierig, das auf eine Rebsorte einzuschränken, weil ja so viel auch einfach von der Idee vom Winzer abhängt. Ja? Definitiv. Nicht nur, ist es Südpfalz, ist es Nordpfalz, ist es Mittelhart, wo kommt es jetzt genau her, sondern einfach, was hat der Winzer für eine Idee hinten dran stehen an dem Wein. Was hat der Winzer auch für eine Handschrift? Also das ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Es kann ja auch schon allein zwei Winzer im gleichen Ort sein, die eine ganz andere Typisierung, eine ganz andere Handschrift haben. Ja. Aber tatsächlich hätte ich eine Tendenz und auch schon eine Frage. Okay, denn so langsam müssten wir auch zum Ende kommen. Christian hat ja so ein paar Tipps gegeben und genau, du hast ja eine Frage ausgedacht. Ist es die meist angebaute Rebsorte bei uns, also weiße Rebsorte in der Pfalz? Es ist nicht die meist angebaute Rebsorte, aber ich darf nur Ja oder Nein sagen. Nein. Okay. Aber sie wird häufig angebaut. Das sei jetzt noch verraten. Nein, genau, das wäre ein Nein. Ja. Du darfst gerne noch mal nachverkosten. Vielleicht, Christian, was ich noch so merke, das ist jetzt nicht so wie vorhin der Cabernet Blanc, der springt nicht aus dem Glas. Ich muss schon relativ nah ran, um ihn so richtig wahrzunehmen. Ne? Es ist nicht ganz so ausdrucksstark. Vielleicht hilft das. Also tatsächlich würde ich jetzt aufgrund der Frage den Riesling ausschließen und würde in die Burgunderrichtung gehen. Und zwar würde ich
Also den Grauburgunder schließe ich aus, allein schon anhand der Farbe. Wobei, wir haben ja gesagt, es ist ein gereifterer Wein. Also würde ich behaupten, er ist vielleicht nicht von 2022. Und deswegen würde ich sagen Weißburgunder oder Chardonnay und würde mich jetzt tatsächlich vielleicht auf den Weißburgunder festlegen. Okay, Christian. Finde ich eine schöne Beschreibung, ja. Ich kann also der Lösungsweg war gut. Ja, finde ich auch. Soll ich aufdecken? Ja, sehr gerne. Ich glaube, alle sind jetzt richtig doll gespannt. So. Da kommt die Auflösung und es ist, Christian. Ah, das, dann sage ich es. Es ist ein Weißburgunder Trocken vom Weingut. Genau, Christian sagt noch drei Worte, du bist jetzt erleichtert. Christian darf natürlich den Wein noch mal kurz vorstellen. Wir haben auch das Etikett hier noch einmal in der Kamera. Aber ich muss jetzt noch mal nachfragen, welcher Jahrgang? Habe ich nicht verstanden. Also es ist ein Weißburgunder vom Weingut Datin aus Bad Dürkheim. Auch ein Betrieb, den man eigentlich kennt hier in der Pfalz. Ja. Ist jedes Jahr ganz vorne mit seinen Qualitäten dabei. Ich finde, macht unglaublich schöne Weine. Wir haben darüber diskutiert im Vorfeld. Die Weine von Datin schmecken häufig etwas gereifter, trotz dass sie noch recht jung sind, was ihnen aber unglaublich gut steht, ne, weil sie dann sehr zugänglich sind und alles. Das ist tatsächlich ein Jahrgang 2022 noch. Okay. Aber er zeigt auch gerade deshalb sehr gut, was er ist. Du hast es erkannt, Christian hat dir wunderbar geholfen dafür. Vielen Dank und vor allem auf die Fragetechnik kommt es an, das haben Sie jetzt gemerkt. Genauso ist diese Aufgabe gedacht. Perfekt gelöst. Vielen Dank an Christian und ein sehr großer Applaus aus Weiher, aus dem ganzen Saal für Laura Götze. Super. Danke. Super, vielen Dank Christian. Wir sehen dich natürlich später wieder. Wow. Geschafft, geschafft, geschafft. Sehr gut. Also Laura, ganz gut gelöst, wirklich mit Bravour, einfach toll. Und ihr habt gesehen, die Blindprobe ist fordernd, aber wenn man strategisch die Fragen stellt, dann kann das wirklich gut klappen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Spielerunde, denn ihr seht, hier fliegen schon die Flaschen durch den Saal. Wir sind ein bisschen zeitlich getaktet aufgrund der Blindprobe, aber ich glaube, für euch ist das auch okay, oder? Ja. Und ich glaube, wir wissen jetzt, wer dran ist. Die nächste Spielerunde macht jetzt Charlotte Weil aus Gönnheim. Liebe Charlotte, auch dein Fanblog. Okay, man merkt es jetzt, da steckt ordentlich Power drin. Wo kommen denn diese ganzen Stimmen her? Ich glaube, du bist, jetzt müsst ihr auch wieder leise werden. Wo kommen denn diese ganzen Stimmen her? Ich glaube, du bist auch ehrenamtlich sehr gut vernetzt, oder? Ganz genau. Also natürlich, wir haben einige Gönnheimer, die mit dabei sind, aber auch aus den Nachbargemeinden. Und meine Familie kommt auch natürlich komplett verstreut aus der Pfalz. Also auch hier sehr vielseitig. Mhm. Aber aber stimmt. Ihr müsst sie auch reden lassen. Dankeschön. Nein. Aber es stimmt, ich bin auch in dem einen oder anderen Verein aktiv oder Mitglied. Das heißt, zum einen sind hier noch Mitglieder von der Weinelf. Das ist die deutsche Nationalmannschaft der Winzer. Weil da machst du mit. Ich bin auch Mitglied dabei. Cool, sehr schön. Der Fußball ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Und bei der Weinelf... Ja, Lautern hat gewonnen. Okay, dann haben wir das auch gleich geklärt. Wunderbar, Lautern hat gewonnen. Charlotte kann Fußball spielen. Jetzt wollen wir aber sehen, jetzt wollen wir aber sehen, ob du auch Weine zu Speisen empfehlen kannst, okay? Und das machen wir jetzt auch. Das machen wir, wunderbar. Ich freue mich. Wir starten nämlich jetzt mit Charlotte ins nächste Spiel, die Weinempfehlung. Das Gute ist, ich muss es dir nicht mehr so lange erklären, du weißt, was auf dich zukommt. Ja. Du weißt auch, wir brauchen zwei Spielepartnerinnen, die wir jetzt auf der Bühne willkommen heißen. Hier kommen die pfälzischen Weinprinzessinnen Sandra Eder und Lea Lechner. Ja, willkommen zurück. Und wir ziehen es jetzt gar nicht mehr in die Länge. Du weißt, Matthias Mangold wird für dich kochen und wir sehen im Video, was es jetzt für Charlotte gibt. Es gibt ein Buttermilchhuhn mit schwarzen Bohnen und einer Avocado-Tomatensalsa. Die maßgeblichen
Aromaten sind natürlich die Buttermilch, die das Fleisch sehr zart macht. Dabei ein bisschen Cayennepfeffer, um eine leichte Schärfe reinzubringen. Einiges an Knoblauch. Bei den schwarzen Bohnen sind es Paprika, Kreuzkümmel, der natürlich einen sehr intensiven Geschmack abgeben kann. Zwiebeln und bei der Tomatensalsa Avocado, Tomaten, Lauchzwiebeln, auch da ein bisschen Knoblauch, auch da ein bisschen Chili und Olivenöl und Salz und Pfeffer. Da siehst du nochmal den Teller angerichtet mit den einzelnen Komponenten. Und das waren die Zutaten. Ich sag's nochmal dazu, du bekommst jetzt gleich deine fiktive Weinkarte und da stehen natürlich die Zutaten des Gerichtes auch nochmal drauf. Sie sehen sie nicht mehr, aber Charlotte hat die Zutaten hier auch nochmal vor Augen, damit sie sich einfach rückversichern kann, ob ihre Empfehlung dann auch tatsächlich passt. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, Matthias, bei diesem Buttermilchhuhn. Das hört sich sehr gut an. Er ist natürlich auch heute Abend hier im Saal, Matthias Mangold, der diese Gerichte für uns entworfen hat und vielleicht auch selbst schon die ein oder andere Weinempfehlung dabei im Sinn hatte. Du schaust auf. Daraus schließe ich, du hast die Weinkarte studiert und dann würde ich das Spiel in eure Hände übergeben. Ja, liebe Charlotte, wir haben uns für das Buttermilchhuhn entschieden. Und jetzt ist natürlich unsere wichtige Frage, welchen Wein würdest du uns dazu empfehlen? Und warum passt genau dieser Wein dazu? Auf jeden Fall erstmal eine vorzügliche Wahl. Das Gericht hätte ich mir nämlich auch ausgesucht. Und genau, wir haben ja verschiedene Weine auf unserer Karte. Ich hätte mich jetzt bei dem Gericht für den 2021er Sauvignon Blanc Fumé entschieden. Spannend. Es hört sich im ersten Moment auch ein bisschen überraschend an, aber wir finden sowohl im Gericht als auch im Wein zum einen Komponenten, die sich super gut ergänzen können. Zum ersten Mal Fumé. Ich gehe mal davon aus, dass der Wein im Holz ausgebaut worden ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht unbedingt den frischen, spritzigen Sauvignon Blanc im Glas, sondern einen, der ein bisschen mehr Struktur hinten raus hat und eine Fülle. Die ersten zwei Komponenten, die mich dazu entschieden haben, dieses Gericht auszuwählen, ist zum einen, dass die Buttermilch etwas cremig daherkommt, das Holz auch doch einen Schmelz mit dazu bringen kann, aber der Sauvignon Blanc auch eine leichte Säure hinten raus hat. Deswegen glaube ich, dass man hier auf der Zunge auf jeden Fall ein sehr aromatisches Spiel hat. Und dann haben wir ja auch noch die ein oder anderen Gewürzkomponenten mit dabei. Und der Sauvignon Blanc ist ja eine Bouquet-Rebsorte, die auch doch viele Aromenkomponenten mit sich bringt, die auch eine gewisse Würze hat. Deswegen glaube ich, dass sich hier auf der Zunge auf jeden Fall viel abspielen wird, wenn Sie das Gericht und den Wein zusammen probieren. Sandra hat Durst. Die Beschreibung klingt total spannend, auch was sich da alles in meinem Mund an Aromakomplexität, ich verhaspel mich auch schon selbst bei der Vorfreude auf das Gericht, aber ich muss zugeben, Holznoten sind nicht ganz so mein Fall. Hättest du da noch eine Alternative für mich? Ja, dann würde ich, darf ich etwas Farbe bekennen? Gerne. Zu dem 2018er Portugieser Trocken gehen. Wir wissen jetzt nicht unbedingt im ersten Moment, ob beim Holz ausgebaut ist oder nicht, aber es ist ja ein 18er Jahrgang, es heißt, er ist schon etwas gereifter. Die Holzstruktur wird deswegen auch ein bisschen weicher im Abgang sein und gar nicht mehr so dominant im Wein zu schmecken sein. Und auch hier haben wir das Spiel, wir haben eine weiche Tanninstruktur. Es ist zwar ein Rotwein, der aber nicht so opulent erscheint, weil wir arbeiten hier immer noch mit hellem Fleisch im Gericht. Deswegen kann auch das ganz gut funktionieren. Und ich glaube auch, dass der Portugieser ganz gut mit den würzigen Komponenten in dem Gericht mithalten kann. Und ich hoffe, dass du damit zufrieden bist. Also für mich klingt das gut. Also, ich habe mich eigentlich gefragt, warum du den Rotwein-Cuvée MC nicht empfohlen hast, weil der mir eigentlich ganz gut zugesagt hast, aber ich habe jetzt rausgehört, dass der eigentlich vielleicht gar nicht so gut passt. Würdest du den Wein noch mal kurz wiederholen? Ich habe ihn gerade akustisch nicht verstanden. Den Rotwein-Cuvée MC, ja. Den hat mich ein bisschen angelacht, aber ich habe jetzt rausgehört, dass du den gar nicht so passend finden würdest. Soll ich mich dann lieber der Sandra mit dem Portugieser anschließen? Wenn dir die Weinbeschreibung sehr gut gefällt, dann würde ich
niemals in den Weg grätschen. Am Ende soll man doch das auch gerne trinken, was einen auch persönlich anlächelt. Ich habe mich jetzt gegen den Wein entschieden. Einfach, er hat einen vollen Körper, eine dunkle Frucht, er ist sehr, sehr gehaltvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht eventuell ein wenig abflacht neben dem Wein. Ich könnte mir doch sehr gut vorstellen, wenn wir zum Beispiel einen Braten haben, dunkles Fleisch, eine kräftige Soße und dann würden die zwei Komponenten auch wunderbar harmonieren miteinander. Dann das ist ein sehr schöner Vorschlag. Ich glaube, die Restaurantgäste sind wieder glücklich. Die Fans sind es auch. Charlotte, mit Bravour gemeistert. Wunderbar. Also ich hätte Lust, in deinem Restaurant Gast zu sein. Sehr schön. Du darfst die fiktive Weinkarte wieder abgeben. Das war es, dein Wein- und Speisenspiel. Ja. Wunderbar gelöst, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dazu zu hören. Ihr wart auch glücklich. Auch jetzt bleibt ihr natürlich wieder als Schiedsrichterinnen hier auf der Bühne. Und auch jetzt wissen wir schon, was kommt, aber wir wissen nicht genau, wie der Inhalt sein wird. Wir spielen unser Fanspiel. Die Gönnheimer, die dürfen jetzt auch richtig laut werden. Ihr dürft eure Kandidatin unterstützen. Und wen hast du dir jetzt als Partner hier auf die Bühne gewünscht? Genau, wir haben ja schon über Vereine gesprochen. Die junge Dame, die jetzt auf die Bühne kommt, kenne ich zum einen aus der Nachbargemeinde und wir sind zusammen bei den Friedelsheimer Kerbe, Bube und Mädel. Genau, Sarah Krebs. Kommt da hier. Kommt sie, Sarah Krebs, ein bekanntes Gesicht hier auf der Bühne, denn du warst auch mal pfälzische Weinprinzessin. Also, Sarah, wie fühlt sich das an, mal wieder hier zu stehen? 2020 warst du in der Wahl dabei. Da wurde nicht gekuschelt, ne? Ja. Nee. Also ist schon was ganz anderes. Eine so coole Atmosphäre, wenn jeder seinen Fanblock hier hat. Also so eine geile Stimmung hier. Ja. Das macht richtig viel Spaß. Schön, dass du heute noch mal hier auf dieser Bühne sein kannst. Und dann würde ich sagen, wir starten euer Fanspiel. Geht gerne ein bisschen weiter nach vorne. Wir lassen wieder die Buchstaben durchlaufen. Ihr sagt Stopp und dann kommen die Kategorien. Stopp. M. Okay, das M ist es geworden. Dann schauen wir mal. Wir starten, sobald der Timer läuft, decken wir die erste Kategorie für euch auf und es geht jetzt los. Muscatella, danke. Okay, Muscatella, weiter geht's. Die Rebsorte. Merlot. Merlot, super, weiter geht's. Merlot, ja genau. Eine Burg in der Pfalz. Marburg. Marburg, ja. Marburg. Ja. Ein Musbach. Ort. Sehr gut. Muschelkalk. Sehr gut. Das hatten wir. Ja. Magnum. Sehr gut. Synonym für BSA. Malolaktische Gärung. Malolaktische Gärung. Sarah ist ein Profi. Sehr gut. Weiter. Ein deutsches Anbaugebiet. Mosel. Die Mosel. Super. Die Gärung beim Rotwein. Wie heißt die? Maischestandzeit. Maischegärung. Perfekt. Das gibt es in Schaumweingläsern. Musson. Muscatella-Sekt. Mussierpunkt. Perfekt. Ja, weiter. Mandelpfad in Laumersheim. Maische, auch. Mit dem Vollernter. Okay. Okay, ich glaube, die genau. Zeit ist jetzt eh. Okay, ich höre gerade, ihr dürft die letzte noch mitnehmen. Was war die Antwort? Mit dem Vollernter. Maischewagen. Nee. Oder? Was ist das? Der Vollernter ist eine Maschine. Maschine, danke. Danke. Okay, den machen wir halb, okay? Okay, wir haben am Ende ein bisschen Zeit draufgeschlagen. Es hat so ein bisschen gehangen, deswegen haben wir euch jetzt noch ein bisschen Zeit geschenkt. Ja. Und jetzt sind wir natürlich auf die Auflösung von euch gespannt. Wie viel waren? Ich verstehe dich leider gar nicht. Ja, das ist der Problem. So laut. Was ist denn euer Ergebnis? Also mit der Maschinenleser bin ich bei 11,5 Punkten angelangt. Sehr gut. Sehr gut. Keine Korrekturen an dieser Stelle. Also ganz wunderbar gelöst. Sarah, vielen Dank für deinen Einsatz. Und Charlotte, du darfst wieder Platz nehmen. Vielen Dank auch für euch, dass ihr wieder die Spielpartnerinnen hier oben auf der Bühne wart. Nochmal ein Applaus für Charlotte Weil und danke an euch. Ja, ich kann mich
Ja, und auch hier auf der Bühne wandern die Gläser durch die Gegend. Und da du schon weißt, dass du gleich dran bist, liebe Hanna, bitte ich dich einfach schon mal nach vorne. Wir kommen jetzt zu Hanna Spieß und ihrer Blindprobe. Ja, Hanna, deine Fans, die freuen sich jetzt natürlich auch. Aber ihr merkt es, wir müssen uns hier auch noch unterhalten können. Hanna, was ist denn deine Lieblingsrebsorte? Also ich liebe wirklich die Bouquet-Rebsorten, aber ganz, ganz oben steht bei mir der Gewürztraminer. Also ihr seid beide so Bouquet-Freunde, ne? Ja, genau. Bei mir ist es bloß der Gewürztraminer, einfach auch von der Säure her, weil ich mit der Säure nicht immer so gut zurechtkomme. Und ich finde, der Gewürztraminer ist ein sehr fruchtiger Wein. Und ich sag mal, der älteste ertragsbringende Weinberg, der steht bei uns in der Pfalz und das hat einfach ein Zeichen, würde ich sagen. Also, die Rebsorte ist auf jeden Fall beheimatet. Ja, hier bei uns. Genau. Okay, der Wein steht bereit. Ihr habt ihn natürlich auch. Ihr dürft natürlich mitverkosten. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie Christian Wolf das zusammen mit Hanna lösen wird. Hier ist er, unser Verkostungsleiter Christian Wolf. So, bitteschön. Danke. Wie du auch wieder. Und ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Ja, liebe Hanna, du weißt, was auf dich zukommt. Ja. Wir haben kein Zeitlimit. Nichtsdestotrotz, irgendwann musst du dich natürlich auf eine Rebsorte festlegen und Christian wird wieder gemeinsam mit dir durch die Verkostung gehen und denke auf jeden Fall daran, eine kluge Ja-Nein-Frage zu formulieren. Ja, das habe ich jetzt schon gelernt. Also wir sehen auf jeden Fall, dass es ein sehr hellgelber Wein ist. Also die Farbe ist relativ hell, wenn ich das in dem Licht beurteilen kann. Okay. Mhm. Also ich rieche auf jeden Fall Barriquenoten. Ich gehe schwer davon aus, dass der Wein im Barrique ausgebaut ist. Es könnte auch so geruchlich was dabei sein von Apfel oder Birne. Auf jeden Fall ist er nicht zu säurehaltig, also so von der Nase her zumindest. Ich bin mal gespannt, wie er im Mund ist. Es ist auf jeden Fall ein kräftigerer Weißwein und nicht so ein eleganter, schlanker. Ja. Christian nickt einfach nur. Ich finde das wunderbar. Ja. Schön, die Barriquenote, ne? So ein bisschen dieses Vanillige. Ja. Und, aber trotzdem, er hat frisches Obst auch mit dabei, ne? Eher so helle Früchte. Und das ist irgendwie spannend in der Nase. Ja. Da kommt der erste Schluck. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie du am Gaumen weitermachst. Denn das war jetzt bisher, wie ich Christian entnehme, sehr treffend, aber auch erstmal sehr offen. Also ich finde, wenn man den Wein im Mund hat, merkt man auf jeden Fall die Säure. Es bitzelt schön im Mund, finde ich sehr elegant. Also animiert auch wirklich zum Weitertrinken. Deswegen würde ich auch im Mund sagen, haben wir so ein bisschen sogar Richtung grüner Apfel und auf jeden Fall die Zitrone dabei. Ja, schön. Okay, so langsam müssten wir rausfinden, was könnte es denn sein? So, willst du eine Frage stellen? Ja. Oder brauchst du die überhaupt? Das wäre auch eine Option, du musst nicht fragen. Nein, die Beschreibung war bis jetzt so schön. Ja, also. Ja. Wobei, ich denke, Laura hat es schon gut erwähnt, der Winzer kann viel machen mit seinem Wein. Die Handschrift des Winzers darf er nicht vergessen. Ja. Ich denke, ich würde doch meine Frage stellen. Ich glaube, ich würde eigentlich die ähnliche Frage, genau die gleiche Frage eigentlich stellen wie die Laura. Ob das der meist angebaute Weißwein ist bei uns in der Pfalz? Und die klare Antwort ist ja. Dann ist es, wow. Dann aber ist es auf jeden Fall der Riesling, unser Liebling. Wow. Aber... Ne, Christian, dann muss ich auch trauen, da die Frage zu stellen. Ja. Also, feiert mit dir. Ich glaube, du sollst aufdecken. Ja, soll ich aufdecken? Ich decke auf. Du darfst aufdecken und ich habe gerade gesagt, man muss sich natürlich auch trauen, diese Frage zu stellen, weil dann ist man ja schon auf einem gewissen Weg und den hast du eingeschlagen und das hat absolut gepasst. Genau, wir haben einen 2021 Riesling Fumé. Wow. Eben hatten wir es ja gerade noch in der Fragestellung. Oh, ich drehe dir noch kurz. Jahrgang 2021, ein bisschen gereift vom Weingut, ja. Edgar Chlor in Musbach. Mhm. Und ja, den kennen wir durchaus, weil er dieses Jahr in die Auswahl der jungen Pfalz mit reingewählt worden ist. Also ambitionierter, junger Winzer, der hier auch mal solche witzigen Ideen macht, wie ein Riesling ins Holzfass zu legen.
auf jeden Fall sehr gelungen, muss man sehr sagen. Sehr gut gelöst. Vielen Dank, lieber Christian. Wir dürfen dir die Gläser einfach wieder geben. Danke. Vielen Dank. Und dieser Wein war eine harte Nummer, ne? Du darfst Platz nehmen. Ja. Also den Applaus hat sich die Hanna jetzt wirklich verdient. Das läuft hier wie am Schnürchen und dieser Wein war jetzt wirklich eine harte Nummer, weil Riesling in einem kleinen Holz, was du hast es direkt gerochen, das war wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Und Christian, danke, musst du gar nicht viel helfen, ne? Das war easy. Und natürlich die clevere Fragestellung, die hat deine Antwort aber eigentlich nur abgesichert. Sehr schön. Wir gehen direkt weiter. Es geht Schlag auf Schlag. Hanna hat verkostet, das bedeutet im Rhythmus dieses Wahlabends, dass wir jetzt schon zur nächsten Spielerunde kommen. Und diesmal freue ich mich hier vorne auf Laura Götze. Also, Weiher freut sich schon mit dir. Ich muss wirklich sagen, ihr meistert die Aufgaben hier dermaßen mit Bravour. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das zeigt einfach nur, wie gut ihr vorbereitet seid. Und ich möchte nochmal betonen, keine von den Kandidatinnen hier hatte vorher irgendeine Ahnung, was auf sie zukommt. Und es ist der Wahnsinn, wie ihr das ja macht. Also wir haben nichts aus euch rausbekommen. Das stimmt allerdings. Da waren wir sehr streng. Ja. Jetzt wird es mit Sicherheit genauso weitergehen. Laura, auch du hast ja einen Fanblog dabei, der sehr aktiv ist und das mag auch daran liegen, dass selbst du auch aktiv bist im Ehrenamt. Du warst Weinprinzessin in Weiher, aber es gibt noch andere Bereiche, in denen du dich ehrenamtlich engagierst. Genau. Musik habe ich gehört. Ja, ich bin aktiv in Vorstandschaft der Kolbing-Kapelle bei uns, spiele Querflöte in der Kapelle, habe früher in der Schule im Jugendorchester auch Cello gespielt, aktuell steht es leider in der Ecke, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe. Ja, gut. Allerdings bin ich auch noch bei der jungen KfD mit tätig. Da habe ich bis vor Corona die Kindergruppenstunde mitgeleitet und natürlich ehrenamtlich tätig bei den jungen Winzern. Das gehört auf jeden Fall dazu. Sehr schön. Also ich glaube, das ist bei euch allen drei so, dass ehrenamtliches Engagement einfach dabei ist, ne? Kerbebube haben wir auch schon gehört und das ist immer wichtig, sich gut zu vernetzen und meistens hat man dann eben auch Lust auf so eine Amtszeit wie ihr jetzt. Liebe Laura, du weißt, was jetzt auf dich zukommt, hier steht ja es schon. Wir spielen auch mit dir unser Spiel Die Weinempfehlung und als Spielpartnerinnen bekommst du jetzt an deine Seite Lea Basler und Lea Lechner. Die beiden Lea. So, da seid ihr wieder, ihr seid vorbereitet, der Umschlag wird geöffnet und auch für dich, liebe Laura, hat Matthias Mangold ein Gericht zubereitet und jetzt schauen wir mal, was es ist und dann bin ich ganz bin gespannt, welche Weine für dich im Angebot stehen. Wir haben ein sehr schönes Fleischgericht, wir haben Lammlachse, ganz fein aromatisch für sich, die brauchen nicht wahnsinnig viel in der Pfanne, die brauchen ein bisschen Salz, die brauchen Rosmarin und begleitend zerquetschten Knoblauch. Werden begleitet von gedämpften Bohnen mit Bohnenkraut und in Portwein gegarten roten Zwiebeln als Ringe, abgelöscht mit ein bisschen flüssigem Honig oder Agavendicksaft. Also, das ist das Gericht, wieder so angerichtet, dass du es dir eben sehr gut vorstellen kannst. Hier hast du nochmal die Zutaten auch auf der Menükarte drauf und hier sehen alle im Saal jetzt auch die Weinempfehlungen, die dir zur Verfügung stehen. Und schon wieder muss ich sagen, Matthias hat da was Tolles hingezaubert, das macht richtig Lust. Und Lea, du hast recht und das darfst du jetzt auch mal sagen, sag's ihnen. Ihr müsst alle ein bisschen ruhiger sein, dass wir die tollen Weinempfehlungen auch gleich verstehen können. Lieben Dank. Nehmt einfach einmal mehr am Glas. Genau. Nehmt euer Glas in die Hand, trinkt mal einen Schluck, das hilft auf jeden Fall, denn wir wollen auch, dass Laura sich hier oben ein kleines bisschen konzentrieren kann. Es gibt wieder verschiedene Rebsorten im Angebot, ganz verschiedene Weinstile. Ja, mal schauen, welche Empfehlung du hast. Du schaust auf, das heißt, du bist soweit. Ja. Dann übergebe ich an euch. Welchen Wein bzw. welchen Weinstil würdest du uns für dieses Gericht empfehlen und warum passt genau der Wein für dich am besten? Ja, also
zu Lamm passt für meiner Meinung nach Weiß und Rot, deswegen würde ich euch auch für beides eine Empfehlung aussprechen. Bei Weiß wäre ich tatsächlich bei dem 2020er Chardonnay Reserve, weil ja auch das Lamm so ein bisschen einen eigenen Geschmack, ein bisschen strengeren Geschmack hat. Und deswegen würde ich euch auch da einen kräftigen Wein, diesmal eben aus dem Holz, empfehlen. Der unterstützt unter anderem den Lammgeschmack, so rum, nimmt dem Gericht aber auch nicht zu viel. Wenn ihr jetzt sagt, nee, Weiß ist nicht so mein Ding, dann würde ich euch den Merlot Trocken, auch vom Jahr 2020, empfehlen. Der ist eben auch ein bisschen kräftiger, hat mit seiner schönen roten Frucht aber auch was wiederum zu den grünen Bohnen passt, so einen schönen Gegenspieler, aber auch hier dem Gericht nicht zu viel wegnimmt. Das klang auf jeden Fall beides richtig gut. Jetzt bin ich leider Gottes wirklich der Weißweintrinker und würde mich auch für den Chardonnay entscheiden. Mhm. Allerdings stört mich da so ein kleines Wort, nämlich dieses Reserve. Mhm. Können Sie da noch mal genauer erläutern, was ich mir darunter vorstellen muss und wie das den Wein charakterisiert in gewisser Weise? Genau, also bei Reserve ist es so, dass der Wein im Barrique lag oder im Holz. So, und dann hat er eben diese markanten Noten, vielleicht nach Vanille oder auch tatsächlich was Karamelliges, Honiges, was sich ja auch wieder spiegeln würde in unserem Gericht. Würde also wunderbar dazu passen. Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht, du hattest jetzt ganz clever den Rotwein. Ja. Du hattest ganz clever den Rotwein schon mitgeliefert. Ja. Ja. Ja, weil ich muss auch ehrlich sagen, also wenn mich jetzt jemand im Restaurant fragt, also ich habe ja schon im Service gearbeitet, was würden Sie mir denn empfehlen? Und dann, ja, meine Empfehlung ist relativ, weil wenn derjenige kein Weiß oder kein Rot mag, ist das wiederum schwierig. Deswegen wäre normalerweise meine Frage gewesen, trinken Sie lieber Weiß oder Rot? Und deswegen habe ich hier gleich beide Alternativen geliefert. Damit hast du natürlich, das wollte ich jetzt nur erwähnen, hier unseren Gästen schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil diese Frage wäre ansonsten gekommen. Laura wusste das quasi schon und weiß, dass es am besten ist, den Gästen einfach zwei Optionen anzubieten. Von daher hast auch du diese Aufgabe ganz wundervoll gelöst und ihr hättet Lust auf die Weine, oder? Das passt. Okay, ja, das Essen würde ich jetzt auch nehmen, tatsächlich. Okay, liebe Laura, das war das Wein- und Speisenspiel. Da hat man gemerkt, sehr zielsicher in deiner Weinempfehlung. Und wahrscheinlich hätten auch viele im Saal hier jetzt Lust, diese Kombination mal zu verkosten. Ja, ich wäre auch neugierig darauf, tatsächlich. Auch du weißt natürlich, was jetzt auf dich zukommt. Der Fanblock hier in der Mitte. Die Fans aus Weiher sind gefragt. Wir kommen zu unserem Fanspiel. Und es wird nochmal richtig laut und wild hier im Saal. Und auch Laura. Aber nur so laut und wild, dass wir noch reden können. Moment. Und jetzt mal wieder leise. Wow, das ist super mit euch. Sehr gut. Und auch Laura hat sich natürlich einen Spielpartner ausgesucht. Wer kommt denn zu dir auf die Bühne? Ganz genau. Und zwar kommt zu mir auf die Bühne ein Jungwinzer aus Weiher, der mit mir zusammen in der Vorstandschaft der Jungwinzer tätig ist, und zwar Josef Brecht. Okay, Josef Brecht vom Weingut Brecht kommt jetzt auf die Bühne. Und das Gute ist, dass man das Mikrofon auch mit einer Hand halten kann, lieber Josef. Sehr schön. Ja, das ist jetzt spannend, oder? Du hast das Niveau der Fragen schon ein bisschen gesehen, das ist für dich als Winzer keine Herausforderung, oder? Schauen wir mal. Okay, auf jeden Fall glaube ich, ihr fühlt euch miteinander ganz wohl hier und dann dürft ihr in das Spiel starten. Geht ein kleines bisschen nach vorne, damit ihr die Kategorien besser sehen könnt. Wir starten jetzt wieder die Buchstaben und ihr sagt irgendwann einfach Stopp. Stopp. Ein S, okay. Ein S, wir schauen, was wir daraus machen. Wir blenden die Kategorien ein und sobald die Zeit läuft, seht ihr, was es gibt. Wir starten das Spiel. Silvana. Sehr gut. Syrah. Ja. Wow, Syrah. Sekt. Aha. Schweigen. Ja. Sandboden. Süß. Süß. Spätlese. Ja. Stückfass? Ja. Sommelier? Du machst es ja alleine. Sachsen. Sachsen.
Sachsen, Sachsen ist gekommen, ja, sehr gut. Schwarzriesling. Wow. Straußwirtschaft. Oh, oh. Spätlese. Oh. Ob die vier schaffst du noch? Sürli. Ja. Hm? Ja, das knackt bei Öffnen. Prosecco. Oder der Sekt. Ja. Ah, Schraubverschluss. Ja, sehr gut, Hanna. Schale. Sehr gut, Laura. Schale. Schale. Ja. Und? Wonach riecht er? Das habt ihr jetzt nicht mehr ganz geschafft. Stachel, aber die Stachelbeere, ja. Ich habe sie von da hinten gehört. Wow! Also, liebe Fans, Laura, ich weiß jetzt, warum du dir den Josef ausgesucht hast. Das lief ja wie am Schnürchen. Ich glaube, hier im Saal hatte niemand eine Chance, irgendwie mitzukommen. Josef, ich glaube, nach dem Spiel war das selbsterklärend, oder? Sehr gut, vielen Dank, Josef. Da hast du der Laura jetzt nochmal ordentlich Rückenwind verschafft. Das war richtig schön. Danke. Vielen Dank an euch beide. Und trotzdem, Moment, wir brauchen noch die Auswertung. Habe ich vergessen. Natürlich wollen wir von euch noch die Auswertung hören. Wie viel habt ihr denn jetzt gezählt? Wir haben 15 Punkte gezählt. Genau, der letzte war noch raus, aber hey, war richtig gut. Sehr schön. Okay, danke lieber Josef, du darfst wieder Platz nehmen. Auch an dich vielen Dank. Und das war für euch der letzte Einsatz, bevor es zur Krönung geht. Jetzt noch mal ein bisschen entspannen hinter der Bühne. Aber ich würde sagen, liebes Publikum, ein letztes Mal genießen wir diesen Anblick. Die goldene und die silberne Krone auf dem Kopf der beiden Leas. Wir denken natürlich auch an Sandra Eder. Und wir sehen euch wieder, wenn es dann zur Krönung geht. Ich sehe schon die Tränchen funkeln, Lea. Ist ein bisschen Wehmut mit dabei, aber wir wissen, glaube ich, dass die Kronen in sehr, sehr guten Händen sind, egal wie das heute Abend ausgeht. Das kriegen wir hin. Super. Ich danke euch für euren Einsatz heute Abend. Ja, und jetzt liegt es natürlich auf der Hand, welches Puzzleteil uns hier noch fehlt. Alle haben einen neuen Wein im Glas, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ich bin ganz gespannt auf diese letzte Runde in unserer Blindverkostung. Und dafür kommt jetzt Charlotte Weil nach vorne. Liebe Charlotte. Und wir haben es vorhin schon gesagt, du studierst ja internationale Weinwirtschaft und bist sowieso international orientiert. Du warst auch schon im Ausland im Einsatz im Weinberg, oder? Ganz genau. Also mir war es wichtig, über die Pfalz auch hinauszugehen, noch andere Betriebe kennenzulernen. Und sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr war ich im Weingut Manningkau in Südtirol. Oh. Auch ganz liebe Grüße ins Weingut. Die machen gerade eine Public Viewing-Übertragung. Sehr gut, die machen eine Party, Wahlparty in Südtirol. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir mal gespannt. Rebsortentechnisch ist da ja auch alles noch mal so ein bisschen anders. Auf jeden Fall erweitert es deinen Erfahrungshorizont so ein bisschen. Ob das bei der Blindprobe hilft, das werden wir sehen. Persönlich trinkst du am liebsten Spätburgunder, gell? Genau, also Riesling auf jeden Fall auch sehr gern, aber aktuell geht für mich nichts über einen schön gereiften Spätburgunder, auch gerne aus dem Holz. Ja, bei diesem Arbeitgeber macht das absolut Sinn. Ja. Nun, die Gläser sind vorbereitet. Ja. Christian Wolf kommt wieder zu uns auf die Bühne. Lieber Christian. Und jetzt freuen wir uns. Zum letzten Mal. Zum letzten Mal. Bisher lief das wie am Schnürchen, aber ja, Prost, liebe Charlotte. Ja, gute Idee. Prost ins Publikum. Und natürlich ist es jedes Mal eine neue Herausforderung. Du weißt, kein Zeitlimit, nichtsdestotrotz, irgendwann musst du dich festlegen. Überlege dir eine kluge Frage und Christian übernimmt. Ja. Genau, als erstes schauen wir uns die Farbe an. Natürlich hier unter beschwerten Bedingungen. Ich würde sagen, ein schönes Goldgelb trifft es aber trotzdem ganz gut. Und jetzt muss ich mal kurz was einwerfen. Schon in dem Moment, als du uns die Gläser gereicht hast, sind Aromenkomponenten an mir vorbeigeflogen, ohne dass ich jetzt schon ins Glas reingerochen habe. Trotzdem würde ich jetzt mal ein Näschen mir genehmigen. Und ja, wir haben eine super schöne aromatische Nase. Das spricht auch nämlich dafür, dass es sich eventuell um eine Bouquet-Rebsorte im Glas handelt. Es ist wirklich nämlich bei Bouquet-Rebsorten, selbst wenn man gefühlt unterm Kinn das Glas schwenkt,
die Aromenkomponenten schießen einem entgegen. Und ich habe hier super schöne florale Noten, was in die Richtung leicht Holundriges geht, zarte Rose, aber auch was leicht Würziges hinten raus. Ja. Aber jetzt probieren wir mal, ne? Prost. Ich wollte gerade sagen, ich warte schon die ganze Zeit, dass du drauf sagst. Trinken wir. Ja, der animiert auf jeden Fall, mal einen Schluck zu nehmen. Das macht ihr beide jetzt und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, dass der Wein trocken ausgebaut ist, aber trotzdem so den ein oder anderen Gramm Restzucker hat. Aber es ist schon bei der Nase, kann man auch im ersten Moment denken, es handelt sich um einen restsüßen Wein im Glas. Was mir jetzt noch besonders aufgefallen ist, dass wir neben den Aromakomponenten auch eine super angenehme Säurestruktur hinten raus haben. Ja. Ist einfach schön, ne? Also auf jeden Fall ein sehr animierendes Mundspiel mit Frucht, mit Würze, mit Säure. Ein toller Wein, der auf jeden Fall viel Freude bereitet. Das haben wir schon mal. Christian, wie hättest man du das pfälzisch ausdrücken? Ein Maul voll Woi. Ja. Schmeckt ja, einfach ja, voll das gut. Passt. Schmeckt richtig gut. Ja. Ne? Ja. Hast hättest du eine noch Frage? Ja. Ich habe auch eine Frage an dich. Also ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um eine Bouquet-Rebsorte handelt. Und jetzt ist meine Frage, befindet sich im Namen der Rebsorte, ist die Muskatnote eine typische Aromakomponente von dieser Rebsorte? Formulier die Frage anders, vielleicht doch, wie du sie ursprünglich formulieren wolltest, wenn ich die Hilfe kurz geben darf. Ob das, nein, das kann ich jetzt nicht, nein, aber ob ein gewisses Gewürz im Namen vorkommt von der Rebsorte? Im Namen der Rebsorte nicht. Okay. Oh, ein Raunen geht durch den Saal. Aber ich genau glaub, dafür haben Janina wir diese Fragen und genau dafür haben wir dich, genau den gleichen Gedanken gehabt. Okay. Ne? Dann, wo könnten wir jetzt nochmal nachjustieren? Die Beschreibung war ja schon super. Also ich habe den Wein genauso wie du wahrgenommen. Christian, wo würdest du in der Weinbeschreibung nachjustieren? Beschreibung finde ich wunderschön. Ja. Die trifft genau das, was es ist. Auch so ein bisschen Pfirsich und sowas drin und schlussendlich mir würden drei Rebsorten in den Sinn kommen. Das ist Gewürztraminer, was du gemeint hast. Das ist Muscatella, was du gemeint hast. Ja. Und es gibt einen Klassiker in der Pfalz, der genau auch in diese Richtung geht. Und sie sind leicht miteinander zu verwechseln. Ja, also was auch schon noch sein kann, ist vielleicht dann in Richtung der Scheurebe. Ist so ein bisschen die Pfälzer oder die deutsche Antwort auf den Sauvignon Blanc. Nun ja. Ich sage es ganz ehrlich, ich finde es super schwierig. Ich stehe auch dazu und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich jetzt vielleicht nicht die richtige Rebsorte sagen werde. Aber wie du schon gesagt hast, ich war hier schon Richtung Muscatella gewesen. Einfach aufgrund der Aromatik, der angenehmen Säurestruktur. Deswegen würde ich es jetzt einloggen, weil alles andere wäre ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen. Also bitteschön. Alles gut. Okay, Muscatella ist eingeloggt. Ja. Okay. Dann lösen wir auf und was haben wir? Es ist eine Scheurebe. Die Scheurebe. Aber Charlotte, du warst ja ganz nah dran, weil eigentlich hast du mit deiner Frage auch den Muscatella. Du dachtest an den Gewürztraminer, hast aber den Muscatella mit eingeschlossen. Da hat einfach das letzte Plus und Minus gefehlt, aber der Lösungsweg, der war absolut perfekt. Und ich würde sagen, die Bouquet-Rebsorten, wie du es gesagt hast, die sind so, so nah beieinander. Sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten. Trotzdem ganz, ganz wunderbar gelöst. Letzten Endes lässt sich ja sagen, es ist ein hervorragender Wein und das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Liebe Fans, genau. Diesen Applaus hast du dir verdient. Und Christian, du sagst uns noch kurz was zu dem Wein, oder? Das ist ja wirklich ein richtig leckerer Wein. Ich habe kein Wort verstanden, was du gerade gesagt hast, weil dein Fanblog so unfassbar laut ist. Ein sehr leckerer Wein. Sag uns gerade noch drei Worte dazu. Genau. Ja. Es ist eine 2022er Scheurebe. Es nennt sich Steinbock und hinter Steinbock verbirgt sich in dem Fall, und wir alle kennen sie, glaube ich, hier im Saal, die Stefanie Wegmüller-Scherb. Da vorne sitzt sie, glaube ich, irgendwo. Super Wein.
Sehr schön. Also toller ganz Wein. Toller Wein von Steffi Wegmüller. Schön, dass wir ihn heute hier dabei hatten. Und ich hoffe vor allem, dass er dir geschmeckt hat. Sehr. Vielen Dank, liebe Charlotte. Danke. Danke, Christian, dass du heute unser Verkostungsleiter warst. Ein großer Applaus nochmal für unseren Tasting Director, Christian Woll vom Meininger Verlag. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. Sie merken es. Sie merken es. Das war auf jeden Fall ein ganz enges Feld bei dieser Blindprobe. Ihr habt alle super schlaue Fragen gestellt. Und der letzte Wein, es sind die Bouquet-Rebsorten. Es ist super schwierig. Du hast das ganz, 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 ganz toll gemacht. Dankeschön. Ihr habt die Spielerunden geschafft. Während wir hier auf der Bühne noch so ein kleines bisschen unser Abschlussspiel vorbereiten, möchte ich euch aber schon mal nach vorne bitten. Kommt einfach schon mal hier in die Mitte. Das waren die Spielerunden, das war die Blindprobe und ich glaube, hier im Saal haben alle gemerkt, das sind große Herausforderungen und viele von Ihnen hätten sich wahrscheinlich nicht getraut, sich hier oben hinzustellen. Und deswegen würde ich sagen, diese drei, unser neues Team Pfalz, haben sich an dieser Stelle nochmal einen großen Applaus verdient. Und ein Glas Sekt haben Sie sich auch verdient, oder? Ja, den Applaus, den habt ihr euch verdient. Ihr habt wirklich die Spiele alle mit Bravour gemeistert. Und deswegen haben wir euch jetzt schon mal so zum Vorabfeiern ein Gläschen Sekt in die Hand gedrückt. Wobei ich dazu sagen muss, das ist nicht umsonst. Denn unser letztes Spiel des heutigen Abends, das hat zum einen das Ziel, euch nochmal als Team hier zu erleben, zum anderen auch nochmal eure Fachkompetenz zu zeigen und so ein bisschen euer rhetorisches Geschick. Und dieses Spiel nennen wir die Sekt Masterclass. Hier muss man jetzt dazu sagen, ihr habt die Aufgabenstellung gestern Abend schon bekommen, damit ihr euch ein kleines bisschen vorbereiten konntet. Und ich werde jetzt natürlich auch dem Publikum verraten, was ihr zu tun habt. Es geht um Folgendes. Als Team Pfalz sind unsere drei Kandidatinnen dann als pfälzische Weinhoheiten 2024 auf der ProWein unterwegs. Da präsentiert sich die Pfalzwein an einem großen, sehr schönen Gemeinschaftsstand. Und es gibt in der Verkostungszone dieses Standes auch immer Profiverkostungen, wo dann eben Fachpublikum eingeladen wird, sich über den Pfälzer Wein zu informieren. Es ist jetzt Montagmorgen. Als allererstes soll um 10 Uhr eine Sekt-Masterclass mit der Master of Wine Caro Maurer stattfinden. Ihr seid schon am Stand, habt schon alles gerichtet. Wenn Caro Maurer kommt, das ist ein wirklicher Superstar, dann ist der Stand auch definitiv gut gefüllt, bist auf den letzten Platz belegt. Euer Problem ist, sie taucht nicht auf. Und deswegen entscheidet ihr kurzerhand, bevor die Leute unglücklich werden, startet ihr einfach schon mal in diese Masterclass, begrüßt die Leute schon mal so ein bisschen, erzählt ihnen was über den Pfälzer Sekt und stellt ihnen auch schon mal den ersten Sekt vor, damit sie nicht durstig werden. Aufgabenstellung ist damit klar. Damit das Ganze nicht so langweilig ist, gibt es jetzt wieder ein Zeitlimit. Ihr habt 2 Minuten 30 Zeit, dann taucht sie vielleicht doch auf, schauen wir mal. Und wir werden 2 Begriffe pro Kandidatin einblenden, insgesamt 6 Begriffe, die ihr dann spontan in euren Vortrag auf der ProWein einbauen dürft. Ihr wisst, um was es geht? Tretet gerne noch ein bisschen nach vorne und dann starten wir, wenn ihr bereit seid, eure Zeit und freuen uns auf eure Einleitung zur Sekt-Masterclass auf der ProWein 2024. Bitteschön. Sehr geehrte Damen, Herren, liebe Weinfreunde, auch wir dürfen Sie als Team Pfalz recht herzlich auf der ProWein begrüßen. Wir wissen, normalerweise haben Sie jemand anderes erwartet, nämlich die Frau Maurer. Leider hatte die woanders die Korken knallen lassen, sodass sie heute leider nicht bei uns erscheinen kann. Deswegen haben wir gedacht, diese Aufgabe übernehmen wir. Aber zu Beginn wollen wir Ihnen gleich sagen, ein Thema ist sehr, sehr wichtig für uns, nämlich das Thema Wine in Moderation.
Wein in moderaten oder bei uns Sekt in moderaten Mengen genießen. Denn unser Sekt und unser Wein ist ein Kulturgut, den wir schützen müssen. Genug von mir. So, Laura, kannst du uns etwas über die Sektherstellung erzählen? Natürlich. Bei unserem Sekt im Glas, über den später Charlotte noch etwas erzählen wird, handelt es sich allerdings um eine traditionelle Flaschengärung. Um das nur kurz nochmal zu erläutern, in kurzen Stichpunkten, wie so ein Sekt traditionell hergestellt wird. Und zwar, wir brauchen einen Grundwein, der mit Hefe und Zucker wieder in eine Flasche abgefüllt wird, einen Kronkorken obendrauf. Dieser kommt mindestens 9 Monate zu einer zweiten Gärung und liegt auf der Hefe. Danach wird die Hefe abgeschüttelt, dass der Hefepfropf in den Flaschenhals rutscht. Dieser Flaschenhals wird kurz einmal eingefroren. Der Kronkorken wird runtergemacht, sodass der Hefepfropf rausschießen kann. Die Dosage wird nochmal aufgefüllt, Korken drauf und fertig. Und nicht zu vergessen haben wir natürlich auch eine Sektsteuer. Dieser beträgt immer, ich glaube, 1,02 € pro Flasche. Ja. Genau. Und außerdem haben wir ein Ensemblage. Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich selber nicht, was es ist. Deswegen frage ich vielleicht einfach mal, Charlotte, kannst du mir das vielleicht selber erklären? Ich will unsere Zuschauer gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern lieber über das feine Produkt sprechen, was wir hier im Glas haben. Wir sehen schon, wenn wir ins Glas reingucken, bei dem Sekt vom Weingut Georg Nägele, die Pfalzgräfin, eine wunderschöne Perlage ist hier zu sehen. Probieren wir direkt ein Schlückchen. Ich habe verdammt Dosch. Und ein Sekt ist auf jeden Fall ein guter Start in eine gesellige Runde, kann aber auch gut als Menübegleiter gedient werden. Genauso wie dieser Riesling-Sekt, weil er eine super Ergänzung zum Wein ist. Aber jetzt genießen wir lieber ein Schlückchen und sagen zum Wohl die Pfalz. Das war ein schönes Bild. Liebe Kandidatin, genau, nehmt euch in den Arm. Den Applaus von den Fans habt ihr euch natürlich wieder verdient und wir kommen wieder zur Ruhe. Die paar Sekunden hinten dran, die hast Charlotte, du dir natürlich verdient, überhaupt kein Thema. Und da wären auch noch 5 gegangen, wunderbar, sehr gut gelöst, diese Aufgabe. Ja, und ich denke, irgendwann wäre Caro Maurer dann auch noch gekommen, ne? Und dann hättet ihr da noch ein bisschen zuhören können. Aber ihr seht, die fachliche Kompetenz, die ist da und wir könnten vielleicht auch mit euch so eine Masterclass gestalten. Diese Aufgabe wird auf euch zukommen, wenn ihr auf die Prowein geht, dann begleitet ihr eben dort die Veranstaltung. Das wird spannend. Das ist es. Unser neues Team Pfalz. Sie haben sich allen Aufgaben gestellt. Sie haben sie wirklich toll gelöst. Deswegen, genau, jetzt dürft ihr noch einmal hochfahren. Ihr genießt noch einmal diesen Applaus. Es ist der Wahnsinn. Und Achtung, wie vorhin. Klappt sehr gut. Wir haben mittlerweile sehr gut trainiert hier, die Fans. Also, das ist euer Applaus. Ihr habt ihn euch absolut verdient. Nichtsdestotrotz, jetzt ist unser Bühnenteil, unser Showteil hier auch vorbei. Und wir kommen langsam aber sicher in Richtung Krönung. Deswegen dürft ihr euch jetzt nochmal hinter die Bühne begeben. Das Glas Sekt nehmt ihr einfach mit. Das ist perfekt. Dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen entspannen. Und wir sehen euch dann in wenigen Minuten wieder hier, wenn feststeht, wer später mit der goldenen Krone nach Hause geht. Aber ich würde sagen, eigentlich ist es egal, weil sie haben es alle wunderbar gelöst. Euer letzter Applaus. Ja, liebes Publikum, liebe Fans, vor allem aber, wir machen noch mal Musik, ja, vor allem aber, liebe Jury, das war erst die Fachbefragung, das war der Showteil, alle Fragen wurden hier wunderbar beantwortet und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, an dem Sie sich entscheiden müssen. Und hier jetzt schon mal ein ganz wichtiger Hinweis an alle Jurymitglieder. Bitte bleiben Sie jetzt im Saal. Sie haben Ihre Abstimmgeräte in der Hand. Sie
Sie wurden gebrieft, wie das mit der Abstimmung funktioniert. Es gibt unterschiedliche Tastenbelegungen für die Kandidatinnen und da dürfen Sie sich jetzt entscheiden, welche Kandidatin ist Ihre Favoritin. Checken Sie nochmal Ihre Notizen und da würde ich Sie auch bitten, diese Notizen, die Sie sich eventuell im Laufe des Abends gemacht haben, behalten Sie diese bei sich, denn das sollen Ihre persönlichen Notizen bleiben. Die Wahlunterlagen gehören nicht in fremde Hände, die sind vertraulich und gehören nur zu Ihnen. Sie wissen es aus den vergangenen Jahren, die Gewinnerin braucht eine absolute Mehrheit. Falls dem nicht so sein sollte, was bei drei starken Bewerberinnen durchaus der Fall sein kann, dann gehen wir in die Stichwahl. Sollte es zur Stichwahl kommen, dann blenden wir Ihnen auf den Bildschirmen noch einmal die Tastenbelegungen ein. Wir werden nicht die Namen der Kandidatinnen einblenden, die in der Stichwahl sind, sondern nur die Tastenbelegungen. Sie sehen die jeweilige Zuordnung in Ihren Wahlunterlagen und haben dann erneut die Chance, Ihre Favoritin zu wählen. Falls es einen Gleichstand geben sollte, dann würde das Los entscheiden, aber das haben wir hier im Saalbau in 85 Jahren noch nie erlebt. Ein Hinweis zu Ihrem Voting-Gerät: Ihre Stimme zählt dann, wenn es grün blinkt und auch erst dann, wenn ich sage, jetzt dürfen Sie abstimmen. Wenn Sie jetzt drücken oder irgendwann später nochmal, dann nützt das gar nichts. Erst wenn die Abstimmung offen ist, dann drücken Sie und mit grün wird bestätigt, dass Ihre Stimme gezählt wurde. Sind die Jurymitglieder alle bereit? Sie sehen hochkonzentriert aus. Ich sage es nochmal, bleiben Sie bitte hier im Saal, denn während Sie gleich abstimmen, spielen die Jungs von DJ Boogaloop noch ein kleines bisschen für Sie. Aber ich hoffe, Sie haben sich Ihr Bild von den Kandidatinnen gemacht. Sie haben 1:30 Minuten Zeit und die Abstimmung läuft ab jetzt. Wir sehen uns gleich wieder zur Krönung. Yeah.
Hier im Saal. Ja, ich weiß, das ist jetzt der spannende Moment. Das spürt man direkt, wie die Spannung hier in der Luft liegt. Und ich darf verkünden, wir haben ein Ergebnis. Das heißt, wir gehen direkt zur Krönung der neuen pfälzischen Weinkönigin über. Allerdings vorher holen wir natürlich diejenigen auf die Bühne, die jetzt, ich denke schon mit etwas Wehmut, ihre Kronen weitergeben werden. Hier sind sie noch einmal gemeinsam. Unser Team Pfalz 2022-23. Lea Basler, Sandra Eder und Lea Lechner. Ihr steht bereit. Die Kronen schon in der Hand. Wie hat sich das eben angefühlt, die Krone abzuziehen? Sehr schwer. Sehr schwer. War schon eine schöne Zeit, ne? Ja. Unglaublich. Das ist schön. Schön, dass ihr heute Abend aber auch nochmal so richtig aktiv mitmachen konntet. Ich hoffe, ihr hattet einfach nochmal richtig viel Spaß hier oben auf der großen Bühne. Lea, für dich geht es ohnehin nochmal weiter. Die nächste Krone, die wartet auf dich. Welche ist bequemer, Pfalz oder Deutsche? Ich muss sagen, beide Kronen haben ihr Für und Wider. Natürlich eine Krone, die sind massiv, die drücken ein bisschen auf den Kopf, aber es ist ein Schmerz, in Anführungszeichen, den man sehr gerne in Kauf nimmt. Und es
ich habe zwar noch eine Krone, aber es tut trotzdem weh, jetzt zu wissen, oder was heißt weh, ich freue mich, aber natürlich tut es auch weh zu wissen, dass so eine schöne Zeit mit den beiden Mädels jetzt zu Ende geht. Und ja. Wir freuen uns aber auch für die nächsten drei, die unser Amt übernehmen werden. Die haben ein tolles Amtsjahr vor euch. An euch sagen wir einfach nochmal ganz herzlich Dank. Und ja, die Heimatkrone weiterzugeben, das ist auf jeden Fall schwierig. Unsere Weinhoheiten 2022, 2023 stehen bereit. Sie haben die Kronen in der Hand und jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder laut. Aber schon mal ein Hinweis an die Fans. Während der Krönung dann am besten erstmal leise werden, dass wir verstehen, wer gewonnen hat. Okay, machen wir das so? Ausgemacht und danach dürft ihr explodieren. Ein Hinweis außerdem noch an Sie alle hier im Saal. Wir verlegen die Gratulationen nach der Krönung hier vorne auf die Tanzfläche vor der Bühne, denn Boogaloop werden wieder hier für Sie auflegen und deswegen wollen wir die Bühne frei halten. Also Gratulationen bitte vorne vor der Bühne. Nun brauchen wir natürlich die drei auf der Bühne, die diesen Abend wirklich mit Bravour gemeistert haben. Ich bin immer noch beeindruckt, welche tollen Antworten wir da bekommen haben bei der Fachbefragung, bei der Spielen. Hier sind sie, Charlotte Weil, Laura Götze und Hanna Spieß. Das ist mit Sicherheit der symbolträchtigste Moment dieses Abends. Ein altes Trio, ein neues Trio. Ihr steht bereit, ihr steht in den Startlöchern. Und jetzt brauchen wir hier auf der Bühne nur noch den einen goldenen Umschlag, in dem der Name der neuen pfälzischen Weinkönigin steckt. Und den hat wie immer dabei der erste Vorsitzende von Pfalzwein. Hier kommt Boris Kranz. Kommt zu mir. Da ist er, der Umschlag. Hallo lieber Boris. Ja, das ist immer der Job des Pfalzwein-Vorsitzenden hier auf der Bühne. Und dabei ist es manchmal gar nicht so leicht für euch, weil ihr steckt noch so halb in der Lese drin, habe ich gehört, gell? Ja, ich komme ja aus dem südlichen Teil der Pfalz. Da dauert die Lese bekanntlich immer ein bisschen länger. Und ja, wir sind noch dabei, noch nicht ganz fertig. Ja. Aber am Ende zufrieden mit dem, was ihr in den Keller holen konntet? Ja, absolut. Ich glaube, das Wetter der letzten Wochen hat uns allen Winzern in die Karten gespielt. Wir sind mit viel Spannung in die Lese gestartet. Es war ja durch den Regen, den wir im August hatten, doch ein bisschen erhöhter Fäulnisdruck da. Und es war viel Selektionsarbeit notwendig, aber ich glaube, am Ende können wir auf einen tollen Jahrgang zurückblicken und werden auch nächstes Jahr spannende Weine erleben, bin ich mir sicher. Und das ist gut, denn wir haben ja auch drei tolle neue pfälzische Weinhoheiten, die diese Weine in alle Welt hinaustragen wollen. Möchtest du vielleicht noch einmal den jetzt scheidenden Hoheiten ein Dankeschön aussprechen in deiner Funktion? Ja, natürlich. Letztes Jahr standen wir hier. Letztes Jahr habe ich verkündet, wer die neue Weinhoheit wird. Letztes Jahr sind wir auch in dieses Team Pfalz gestartet. Wir haben das Ganze hier neu aufgesetzt und ich denke, ich kann sagen, die drei haben das mit Bravour gemeistert dieses Jahr, sind mit Sicherheit an den Aufgaben gewachsen, das hat man auch heute gemerkt. Ich finde es immer spannend, wenn man so ein Jahr zurückblickt und dann sieht, wie so eine Entwicklung ist, ja, wenn man draußen ist, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat und wie man sich dann nach so einem Jahr hier auf der Bühne zeigt. Ja, Respekt, habt ihr toll gemacht. Dankeschön. Ja, und auf diese Entwicklung freuen sich jetzt natürlich auch die drei neuen pfälzischen Weinhoheiten. Aber vorher müssen wir es jetzt rausfinden. Liebe Fans, jetzt kommt der Moment. Jetzt kommt der Moment der höchsten Spannung. Jetzt müssen wir es herausfinden. Wir wollen es herausfinden. Wer wird dieses neue Trio mit der goldenen Krone der pfälzischen Weinkönigin anführen? Wer wird die 85. pfälzische Weinkönigin? Okay, dann können wir den Umschlag öffnen. Du darfst. Ja. So. Ja, es war ein schnelles, eindeutiges Ergebnis dieses Jahr. Und die nächste pfälzische Weinkönigin heißt Charlotte Weil. Herzlichen Glückwunsch!
liebes Publikum, das war sie, die Wahl und Krönung der 85. pfälzischen Weinkönigin. Es bleibt nicht viel zu sagen, außer dass wir jetzt natürlich dem neuen Team Pfalz eine tolle Amtszeit wünschen, euch allen einen schönen Abend und viel Spaß noch mit Bugaloo hier auf der Bühne. Und jetzt werden natürlich noch Fotos gemacht und es gibt Blumen von Boris Kranz. Viel Spaß und bis nächstes Jahr. I have to praise you like I should.